Ja, dann sage ich erstmal willkommen zum Satzer. Und dann sind wir erstmal ein bisschen still. Wie immer.
Tja, nochmal herzlich willkommen. Und ihr könnt jederzeit Fragen stellen oder auch Sachen teilen. Das ist Onkel Phipps. Onkel Phipps ist auch ein Lehrer. Gibt heute auch Satz. Wie alles ist auch Onkel Phipps erleuchtet. Jo, der ist so neu, ist ne? Der ist neu, ja. Den ja, brandneu. Frisch gestrickt. Ja, nee, frisch gekauft ist. Der ist zum Geburtstag für Christina, haben die Freunde von Christina und ich zusammengelegt. Ja, Herzenswunsch, Living Puppets, schon seitdem ich 20 bin, mittlerweile bin ich 53. Jetzt endlich. Der ist der zweite im Bunde, ne? Tessa war die erste, das ist ein junges, kleines Mädchen, auch in der Größe. Auch ultra cool. Die kommt dann nächstes Mal mit im April. Also beim normalen Satzang. Ja. Haben wir schon, wir mussten das heute Morgen mit den Puppen besprechen, also weil die wollten eigentlich beide mit und wir wollten aber nicht beide mitnehmen. Und haben uns dann so geeinigt, dass wir Tessa dann versprochen haben, dass sie unbedingt also im April da mitkommt. Ja, täusch dich nicht. Also der legt manchmal ganz schön doll los. Also. Schweigen von wegen. Ich kann schon Schwank aus meiner Jugend erzählen, wenn du ihn hören willst. Aber du bist ja heute der Redner, ne? Satya Deva. Ja, das mit der Jugend, das machen wir ein andermal. Genau. Ja. Ja. Das erinnert mich daran, als ich im Kindergarten gearbeitet habe, da habe ich auch mal so eine Puppe mitgehabt. Eine rote Zora war das. Ah. Und dann habe ich immer mit der roten Zora und mit den ja. Kindern gesprochen. Und das war immer ganz leicht, mit dieser Puppe, mit den Kindern so in Kontakt zu kommen. Und die Kinder haben da immer ganz natürlich drauf reagiert. Die haben noch nicht so das als eine Puppe gesehen und haben dann immer mit der Puppe gesprochen. Und Ja, dafür wollte ich die auch haben, für die Arbeit mit Kindern. In erster Linie. Funktioniert bei alten Leuten aber auch sehr gut. In Altenheimen habe ich das auch gemacht. Geht sehr gut. Auch bei Demenzerkrankten wunderbar. Ja, vor allen Dingen ja auch für mich selbst, ne? Ich rede dann ja ganz anders, wenn ich so eine Puppe bin, mit so einer Puppe spreche. Da bin ich ja irgendwie, schlüpfe ich ja in ganz andere Rollen rein, ne? Ich rede auch gern mit den beiden. Noch Echt viel wahr. Spaß. Seitdem wir die Puppen haben, haben wir beide mordsmäßig viel Spaß. Und die sind auch dann irgendwie, wenn man sich länger mit denen beschäftigt und die benutzt so und dann mit denen spricht und so, dann werden die richtig lebendig irgendwie so. Ja.
Mhm. Gerne. Bei mir beobachte ich zurzeit ganz viele Schubladen und Konzepte und Gedanken, die da auftauchen, mit denen ich mir immer mal wieder das Leben schwer mache. Und was ich jetzt zum Beispiel heute Morgen gemerkt habe, war, da habe ich auch Wut und Ärger und über diese Gedanken und alles Mögliche war da. Und dann habe ich da einfach gesessen. Ich habe nicht meditiert bewusst, aber ich merke einfach die Beschäftigung. Ich gucke jetzt einfach, was los ist. Und ich gucke mir das alles mal an, was da so in mir rumort. Wie sich das dann alles doch auch recht schnell auflöst. Also ich nehme jetzt nicht bewusst vor, ich gehe jetzt in einen zeitlosen Raum oder in die Stille. Ich nehme mir gar nichts vor einfach, ich bin einfach da. Und dann merke ich schon, dass da so eine ja, freue ich mich erstmal darüber, wenn sich das dann auch auflöst, schnell wieder. Meinst du mit Auflösen, dass diese Inhalte verschwinden oder dass du dich innerlich löst davon? Ja, dass ich mich löse. Ja. Dass ich nicht mehr identifiziert bin. Ja, genau. Also ich würde auch nicht empfehlen, Gedanken oder Konzepte so loswerden zu wollen, sondern ich würde empfehlen, die zu untersuchen, zu beobachten und zu gucken, ob du involviert bist. Und diese Involviertheit, das ist das, was letztlich Schmerz und Leid dann erschafft. Nicht das Vorhandensein von Gedanken ist noch nicht das Problem. Nur wenn ich jetzt anfange, das zu glauben, was mir meine Gedanken erzählen, dann bin ich, der Unterschied ist klar, ne? So, weil manche Leute ja dann losgehen und sagen, das soll sich alles auflösen und den gegen Gedanken quasi ankämpfen auf irgendeine Weise und das geht immer nach hinten los. Also auch meine Beobachtung ist auch egal jetzt, wann ich die gemacht habe in meinem Leben, es war schon immer so, sobald ich einen Gedanken habe und den weghaben will, denke ich nur noch umso doller. Also das ist dann, als ob man da so Öl ins Feuer gießt, ne? Wenn man den weghaben will. So. Aber das Beobachten löst. Das alleine die Tatsache, dass, wie du das gesagt hast auch, dass du ja der Zeuge bist von diesen ganzen, von den Geschehen. Ja? Und dafür brauchst du dir nichts vorzunehmen, das bist du nämlich immer. Dieser Zeuge, du kannst gar nichts anderes sein. Das ist sozusagen dein natürlicher Zustand, dieses Bezeugen. Ja, ich habe das Jahrzehnte gemacht, also dass ich das anders haben wollte und weghaben wollte und Ziele und Konzepte und Übungen und alles Mögliche. Das hat ja nicht funktioniert. Deswegen ist es auch ganz schön, wenn ich jetzt merke, dass das langsam so. Langsam irgendwie, dass da was Neues kommt. Also nicht, dass ich es loslasse. Also es ist etwas, was da sich verändert. Ja, du löst dich dann von den Inhalten. Du darfst aber das weiterdenken, sozusagen. Das ist wichtig, dass nicht dass der Inhalt des Bewusstseins das Problem ist, sondern eher die Verwicklung da rein, sozusagen, wenn du dich verlierst in den Inhalten. Und dann vergisst, dass du ja eigentlich nur beobachtest. Das Beobachten geht ja trotzdem weiter. Aber in der Involvierung geht das scheinbar verloren dann, der Beobachter. Oder er geht in Vergessenheit. Aber du bist es die ganze Zeit. Ja, du bist die ganze Zeit dieser stille Beobachter. Ich bin ja beides immer. Ich bin ja der Beobachter, genau. Und ich bin ja derjenige, der auch identifiziert ist und auch mit diesen ganzen Gefühlen zu tun hat. Also auch identifiziert ist. Also ich merke auch, dass im Moment oft beides gleichzeitig da ist. Also dass ich wirklich genervt bin und irgendwie die Sachen so rausknalle, wie sie kommen. Und dass ich aber schon auch immer, also nicht damit identifiziert bin. Also es ist dann 2 Sekunden später schon. Genau. So, ne? Ja. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, die Inhalte des Bewusstseins eben
so zu sehen, wie sie sind, nämlich wahrzunehmen, Gedanken als Gedanken einfach wahrzunehmen, ja? Gefühle als Gefühle wahrzunehmen, Konzepte als Konzepte, also nicht mehr aus den Dingen machen, als sie einfach sind. Ja, das ist die Dinge so bezeugen, wie sie sind, ohne sie verändern, ohne sie verändern zu wollen. Das ist das, was letztlich die Lösung bringt, also die Erlösung, die Loslösung von den Inhalten. Ja, ich finde das schon Wahnsinn, was da so für Schubladen alles auftauchen. Ich habe das wirklich, sehe das wirklich innerlich so vor mir, diese ganzen Schachteln und Schubladen und diese Enge und dieses, also das ist ein Wahnsinn irgendwie so. Manchmal, also es ist, früher war ich da nur so von erschlagen und dachte immer, oh Gott, was mache ich? Ich bin nicht bei mir, ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt irgendwie hier raus. Muss was machen, damit ich wieder so präsent mich fühle. Ne? Und jetzt, ja, es ist auch anders. Also, dass ich merke, ich fühle mich nicht präsent, das erschlägt mich alles, aber irgendwie kann ich auch da sein mit ihm. Also, es ist, dieser Kern, ne, der du bist, das weiß ja jeder Mensch, dieses Ich Bin, ja, das weiß jeder Mensch, absolut. Jeder weiß, dass er existiert. Und ich meine jetzt aber nicht dieses Ich Bin im Wachzustand, was ja im Schlaf nicht vorhanden ist, sondern im Grunde meine ich das, was der Kern sozusagen ist vom Ich Bin, die Substanz des Ich-Bins oder die wahre Natur des Ich-Bins, die ist nämlich das Selbst. Und das Selbst ist immer. Ja, das ist im Schlaf, im Traumzustand, im Wachzustand, ist ganz egal. Das Selbst ist immer gleich. Im Wachzustand bringt es dieses Ich-Gefühl hervor, wie eine Art Emanation oder wie eine Projektion, kann man auch sagen. Deswegen ist die Natur, die wahre Natur von allem ist, man könnte sagen, das reine Ich. Denn es gibt nur ein Ich. Also der Trick mit dem Selbst und dem Ich Bin, das mache ich nur zur Veranschaulichung. Ja, in Wahrheit ist das eins, ein und dasselbe. Nur dass wenn ich jetzt dieses Ich-Gefühl, diesen Ich Bin oder auch den Ich-Gedanken nehme und mich mit dem identifiziere, dann komme ich sozusagen weg von dem Ursprünglichen hin zu der temporären Erscheinung Ich Bin. Die ist ja nur im Wachzustand so. Und wenn man nachts mal träumt, dann hat man so ein ähnliches Ding auch. Ne? So ein Traum-Ich-Gefühl. Das kennt man ja auch. Und man kann das rausfinden für sich selber. Das ist gar nicht anders möglich, als das selbst rauszufinden, indem man dieses Ich-Gefühl, was man kennt, was jeder kennt, untersucht. Weil da ist es zu erkennen, genau an dem Punkt. Wenn ich jetzt nach draußen gehe und wenn ich sage, ich will die wahre Natur des Universums erkennen, dann werde ich scheitern, weil ich kann das nicht. Es ist nämlich nur eine Erscheinung in dem Moment, ja, wo ich sehe, erscheint es. Was ist das nicht? Was ist das, was nicht Erscheinung ist? Das ist dieser Kern des Ichs. Das reine Ich ist keine Erscheinung, sondern das ist das, was zeitlos existiert. Ja, was sogar den Schlaf überdauert, und zwar ohne irgendeine Veränderung. Was verändert sich, sind die Projektionen, die verändern sich. Im Schlaf fällt die zusammen, das ist das Ich Bin weg. Im Tiefschlaf, ja, im Wachzustand ist es wieder da. Im Traum ist es ähnlich da. So. Das ist dieses Hin und Her immer. Aber es ist immer das Gleiche. Das Gleiche, was das alles erlebt, im Wachzustand, wie auch was den Tiefschlaf erfährt, in Anführungsstrichen, weil das ist missverständlich, es ist keine Erfahrung. Es ist nämlich der Tiefschlaf selber, könnte man sagen. Es ist das, was da ist nämlich nichts. Und dieses Nichts ist das, was wir alle sind. Nur ein anderer Name. So, und das ist die Natur von allem. Und wenn man die Natur des Ichs erkannt hat, des eigenen Ichs, dann erkennt man, dass das universell ist. Sofort. Es ist
nicht zu begrenzen. Dieses Ich ist überall. Also ich könnte auch sagen, mit den Worten könnte ich sagen, es gibt nur mich. Ja? Aber nicht im persönlichen Sinne zu gebrauchen, sondern dieses eine Ich, was alles ist, ist unbegrenzt. Und in dem Moment, wo die Welt erscheint, es verschmilzt es sofort. So wie auch ein Fernsehbild, wenn es läuft, im Fernseher nicht vom Fernseher zu trennen ist. Es ist ja in dem Moment, wo das Bild, wo du den Fernseher anmachst, ist das eins. Aber der Fernseher ist nicht darauf angewiesen, dass das Bild an ist. Genauso ist das Selbst nicht auf das Ich angewiesen, auf das Ich Bin angewiesen. Und dafür müssen wir überhaupt, weil du vorhin sagtest, dass du da was, du glaubst oder hast das Gefühl, dass du da was für tun musst für Erleuchtung. Ich sag dir genau das Gegenteil. Aus meiner Sicht ist genau, dass du etwas tust dafür, in Wahrheit etwas, was du dagegen tust. Also krass ausgedrückt. Eigentlich kann man weder was dafür noch was dagegen tun. Das ist meine Erfahrung, auch meine direkte Erfahrung. Denn es ist nicht abhängig von dem, was hier passiert in der Welt. Die Wahrheit ist nicht abhängig von der Welt. Das glaube ich auch, das habe ich auch vielfach gelesen. Ich merke nur an mir, an dem, was ich praktiziere, dass ich besseren Zugang bekomme. Ich weiß, es hat nichts mit Kontrolle zu tun, so, aber ich merke natürlich, dass ich in der Meditation die Gedanken auch ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich mich kümmere. Aber ich weiß, dass es eigentlich wahrscheinlich unabhängig davon ist. So, ne? Aber es ist noch schwierig für mich. Mhm. Ja, da kommt die Verwirrung kommt da rein, wo dieses Ich-Gefühl, was wir ja alle kennen, wo das glaubt, was... dass es der Handelnde ist, sozusagen. Also wenn dieses Ich jetzt losgeht und macht was, dann verstärkt es sich dadurch. Also das, du sagst, ich meditiere. Dieses, ich meine jetzt wirklich dieses Ich im Wachzustand, ja. Dann ist das eine Sache, die das Ich verstärkt. Das ist ein meditierendes Ich dann in dem Moment. Dass, wenn man das weiterführt, dann geht das also zu immer stärker oder immer weitergehenden Identifikationen. Je aktiver dieses Ich wird, desto mehr wächst es. Ich bin Familienvater, ich bin Großverdiener, ich bin Aktionär, ich bin Bettler, ich bin ja, Krimineller, was weiß ich. Ja, alles, was dieses Ich von sich denkt, ist sozusagen das, ist eine Verstärkung seiner selbst. Und deswegen, aus der Ecke, wo ich herkomme, nämlich aus der Advaita-Richtung, da wird empfohlen, eben zu erkennen, dass man nichts tun braucht, sondern zu dieser Mühelosigkeit kommen, die ja schon da ist. Du kannst nichts dafür tun oder dagegen tun, dass du bist. Ja, die Existenz, die ist bedingungslos. Also ich meine das nicht körperlich bezogen, sondern ich meine das, was ich vorhin angesprochen habe, das Selbst ist bedingungslose Existenz, die nicht abhängig ist von Aktivität oder Nicht-Aktivität. Auch Aktivität kann das Selbst niemals beeinträchtigen. Aktivität kann aber sehr wohl dazu führen, dass du abgelenkt wirst von der, wie soll man sagen, von dem reinen Ruhen, von dem Ruhen in dem Selbst, in dem, was du schon bist. Und deswegen ist da meine Empfehlung, Selbsterforschung zu betreiben, wenn du also was tun möchtest. Ist das Effektivste, weil das genau diese Tätigkeit, dass ich das Ich untersuche, löst es letztlich auf. Also, dass ich mich damit verwechsel, wird aufgelöst. Ja. Ja, das Ich selber wird nicht aufgelöst, das wird sozusagen erweitert zu dem, was es schon vorher war und schon immer ist. Meinst du das im Sinne, also ich weiß, Ramana Maharshi hat ja gesagt, genau, dass diese, wer bin ich, dieselbe Frage, ja, genau, zu praktizieren. Also schon, ja, mal zu sagen, wer ist das, der gerade geht. Genau. Und das meinst du das im Sinne? Ja, das kann man so mit Fragen machen, aber es gibt verschiedene Wege dafür. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, einfach in diesem Beobachtermodus zu bleiben und das Ich Bin zu gewahren. Also einfach mir bewusst zu sein, ich bin. Einfach da ganz bewusst drin zu ruhen.
nur in diesem Ich Bin zu ruhen. Ja. So, und wenn man das eine Weile macht, das ist auch wie eine Fragestellung, aber da erwarte ich ja keine Antwort. Also diese Frage, wer bin ich, ist ja nicht so gedacht, dass dann eine verbale Antwort erscheint irgendwann. Das ist natürlich, so ist es nicht gemeint, sondern es ist nur dazu da, die Aufmerksamkeit auf das Ich zu richten. Das kann man aber auch ohne die Frage machen, indem man einfach im Ich Bin verweilt. So, und dadurch, durch das Verweilen im Ich Bin, kann irgendwann klar werden, dass ich ja mir des Ichs bewusst bin. Also Ramana hat das das Ich-Ich genannt. Plötzlich sieht es so aus, als wären zwei Ichs da. Nämlich das Selbst oder das große Ich, was das kleine Ich gewahrt. Es ist immer der Zeuge, der Zeuge, der bedingungslos ist, der das Ich bezeugt. Also sind es ja scheinbar zwei. So, aber es sind nicht zwei in Wirklichkeit. Es ist ein und dasselbe, was sich projiziert. Es ist wie so ein Schatten. Ja? Dadurch, dass du einen Schatten wirfst, wirst du ja auch nicht mehr der Körper oder weniger. Du wirfst einfach den Schatten. Das ist sozusagen durch das Licht der Sonne, zack, ist der Schatten. So, die Identifikation und die Maya wird dadurch dann entstehen, wenn ich mich mit meinem Schatten verwechsel. Wenn ich plötzlich aufhöre zu bemerken und zu wissen, dass ich der Körper bin, der den Schatten wirft, sondern ich sehe den Schatten und plötzlich falle ich da so rein und bin der Schatten. Dann habe ich mich sozusagen in, das ist das, was man dann Ego nennt. Und was dann letztlich durch Selbsterforschung oder Erleuchtung oder Erwachen dann erkannt werden soll, dass man das eben nicht ist. Also das, was ich, glaube ich, für mich so festgestellt habe, dass, also wo ich es meinte, da, ich denke, es muss da was für machen. Es ist einfach so, dieses, natürlich, also es fällt mir, ich merke, dass es mir leichter fällt, wenn ich unter guten Bedingungen jetzt zu Hause in Stille verweile, dann Zugang zu bekommen, ja, als wenn ich jetzt meinetwegen auf der Arbeit, ich arbeite auf einer Wohngruppe mit geistigen Behinderten, ich habe einfach viel, viel auf, ja, mich zuprasselt, ich viel in Aktionismus verfalle, im Außen bin, dass es mir schwerer fällt. Mhm. Ja. Ich bin dann sehr im Außen halt. So, ne? Und genau. Das, da dann irgendwie suche ich immer, das meine ich auch, suche nach einem Hilfsmittel, irgendeinem Tool, wo ich denke, ja, okay, ich mich wieder erden so und gucken. Mhm. Das fällt mir manchmal schwer so. Ja, es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Also egal, was geschieht, egal, was durch dich geschieht, egal, was du glaubst zu tun oder nicht zu tun, es ist immer perfekt. Ja, es ist perfekt, so wie es ist. Also wenn du das, dich dazu hingezogen fühlst zur Meditation, dann kannst du die auch weitermachen. Also das, ich habe früher auch mal geglaubt, und das fand ich nicht schön, dass ich wirklich ernsthaft geglaubt habe, ich ohne Meditation oder durch irgendeine Praxis kann ich niemals Erleuchtung finden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich gar nicht der Typ dafür bin, ja, für Disziplin und Regelmäßigkeit, und das habe ich nicht hingekriegt. Und dann war ich zuerst ziemlich verzweifelt, weil ich nicht wusste, was kann ich denn jetzt überhaupt noch tun. Das wird ja dann nichts. So. Ja. Ich bin der falsche Charakter für die Erleuchtung so ungefähr. Aber das ist ein Irrglaube. Also das stimmt einfach nicht. Weil es nämlich nicht dadurch bewirkt wird. Also durch Meditation wird nicht Erleuchtung bewirkt. Und durch nichts wird Erleuchtung bewirkt. Weil die wahre Erleuchtung, die kommt ja nicht. Mhm. Sondern die ist schon da. Das ist das, was jetzt ist. Genau so, wie es ist. Also 100%. Auch nicht mit, nee, auch mit Ego. Ist alles in Ordnung. Ja, ich habe da auch viel von gehört. Aber ich glaube, es muss einem doch, dass die Bewusstwerdung muss doch da sein, oder? Also einfach, das ist dann, was man so Erlösung nennt, ne? Die Bewusstwerdung. Dann kann sich das auf den Körper, auf den Menschen auswirken direkt. Aber du bist auch ohne Erkenntnis immer perfekt das eine göttliche Sein, was überall ist. Das ist immer. Da kannst du weder was dafür noch dagegen tun. Natürlich, wenn man jetzt, ja, in der Identifikation ist, und dann kann Leid und Schmerz noch stärker sein oder überhaupt erst kommen. Das ist klar, dann ist das ist ein anderes Leben. Aber es ist letztlich immer das eine. Also es gibt ja nicht, also ich, für mich ist es einfach so, dass nichts außerhalb ist. Es ist nichts, was da, was nicht Gott oder nicht Wahrheit wäre. Es gibt es einfach nicht. Es ist alles das eine. Also ich nenne es am liebsten das, weil es
so aus dem Indischen, dieser Tat, ne, das ist einfach nur das. Oder Tao. Das ist auch so ein Klangwort einfach, was eigentlich letztlich keine wörtliche Bedeutung hat. Es steht für das Mysterium. Das Unnennbare. Sein ist auch schon wieder zu konkret. Ne? Also, und das ist, da kann man natürlich auch durch Meditation sich so annähern, na klar, aber letztlich ist es, bist du es, der es weiß. Du weißt es eigentlich immer, aber es kann dann irgendwann auch in Verstand durchdringen, ja? Also ins Denken übergehen. Und dass es dann ins Denken übergeht und ganz konkret auch überall klar ist, das ist dann, was man diesen Erwachensvorgang oder Erleuchtungsvorgang nennen könnte. Aber durch diesen Vorgang wird die Wahrheit nicht mehr oder weniger. Ne? Das ist das. Und man kann sich es auch so klar machen, wenn man davon ausgeht, dass diese Welt so eine Art Traum ist, der immer weiter fortschreitet jeden Tag, dann kann man sich ja fragen, wo findet denn Erleuchtung und Erwachen statt, diese Ereignisse, wenn man jetzt an die Ereignisse denkt, die finden doch innerhalb dieses Traumes statt. Aber was ist eine geträumte Erleuchtung wert? Ja, sie beeinflusst nicht den Träumer. Ich kann also nachts, kann man sich ganz einfach veranschaulichen, kann tausendmal, tausend Nächte nacheinander träumen, dass ich erleuchtet wäre. Wenn ich morgens aufwache, bin ich es plötzlich wieder nicht. Ja, also wenn ich so jetzt glaube, dass ich es nicht bin. Und ich träume dann aber nachts, ich bin es. Und dann wache ich aber wieder auf und bin es wieder nicht. Also was ist dann wahr? Überhaupt, ja, also. Ja. Hast und dann ein bisschen gemerkt hast, okay, ach Mensch, das klappt irgendwie nicht. Wie ist es denn bei dir gewesen, dass du das erkennen oder so? Bei mir ging es dann weiter nach, also ich habe mit Alter von 23 habe ich meinen Guru kennengelernt, Satya Sai Baba aus Indien, der ist mittlerweile tot. Habe dann 12 Jahre lang war ich sehr eng mit dem innerlich verbunden, allerdings ohne den äußerlich zu sehen, nur einmal war ich da. Und dann habe ich nach 12 Jahren, nach 10 Jahren von dieser Suchzeit, habe ich auch sehr intensiv nach Erleuchtung gesucht. Das fing also damit an, dass ich so eine Initiationserfahrung hatte. Ich habe von dem geträumt tatsächlich nachts. Und da hat der, habe ich so eine Gotteserfahrung gemacht, so nenne ich das heute. Also es war aber eine Initiation. Es war so ein, man könnte es auch vielleicht Satori nennen, wenn du so ein bisschen aus dem Zen-Buddhismus das kennst. Also das ist so ein, und das war aber sehr, sehr heftig, sehr, sehr in der Stärke unglaublich. Also ich, es war das Realste für mich, was ich je erfahren habe, also was je da war. Es war realer als alles andere, als das ganze Universum zusammen. Und ich war diese Realität, absolut einzigartig und nichts, da gab es überhaupt keinen Zweifel dran. Und dann war es aber am nächsten Morgen weg wieder. Also nach dem Aufwachen war es dann irgendwie weg, aber ich wusste plötzlich, das will ich. Und das will ich, dass das immer ist. Irgendwie. Und da hatte ich noch die Vorstellung, dieses Bewusstsein. Der kosmischen Einheit, das muss immer sein. Das muss ich jetzt für immer. Und da war mir ja klar, es war wieder weg. Und dann fing ich also an zu suchen und dann war ja auch Sai Baba da. Und nach 10 Jahren habe ich dann Advaita Vedanta kennengelernt durch Bücher und dann habe auch später Satsangs besucht noch, aber erst eigentlich, als bei mir selber schon so anfing mit dem sogenannten Aufwachen. Ja, und dann habe ich 2 Jahre lang intensiv mich damit beschäftigt, ganz doll. Und nach weiteren 2 Jahren, also 12 Jahre ab dem Zusammentreffen mit Sai Baba, es waren genau 12 Jahre, habe ich dann plötzlich kam mir so dieses Ich bin Jens abhanden. Also diese persönliche Identifikation, die wurde plötzlich zu dem Ich bin. Einfach nur Ich bin. Also ich war einfach nur noch da und war aber nicht die Person. Also ich war einfach nur Bewusstsein. So war das damals. Und das hielt an. Also es ging nicht mehr weg. Plötzlich war dieser Jens irgendwie weg. Hin zu dem einfach reinen und persönlichen Bewusstsein. So, und dann habe ich mich immer gefragt, ist das jetzt die Erleuchtung oder nicht? Und dann wusste ich das erst nicht und habe dann, aber gleich, irgendwann war ich mir dann doch sicher, das muss die Erleuchtung sein. Das hat sich nämlich gigantisch angefühlt. Also, ja, und dann bin ich gleich losgetobt und habe Satsang gegeben, schon im Jahr 2000. Allerdings am Anfang so habe ich dann, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es wohl noch ein bisschen früh war. Also, ich war auch irgendwie nicht, ja, das war auch noch nicht alles. Ne? Also, denn ich sage heute ja immer, man kann sehr leicht bei diesem Ich bin hängen bleiben. Und denken, das wäre die, schon die Wahrheit, ohne dabei zu bemerken, was ist denn dann im Tiefschlaf, da ist es, ich bin noch weg. So. Und da war ich damals auch noch nicht. Und das kam erst dann ungefähr 10, 12 Jahre später, kam dann dieser Übergang nochmal, wo dann irgendwann klar wurde, dass ich nicht mehr unterbrochen werde. Also
dass ich so ein Kontinuum bin. Also ich hatte da plötzlich so ein Gewahren von Zeitlosigkeit und Ununterbrochenheit, auch während des Schlafs. Also das ist aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man das so beobachtet bewusst, sondern das ist einfach so, dass man das Gefühl hat, dass es ununterbrochen ist, zeitlos. Dass diese Zeitlosigkeit, die war plötzlich da, irgendwie in allem. Ja, und dann lösten sich noch so ein paar Konzepte jetzt auf, so in den letzten Jahren, auch so gerade was Erleuchtung angeht und so. Und ja, und irgendwann, weiß ich auch nicht, kann ich gar nicht sagen, wann, da hörte das alles komplett auf, so diese ganze Suche und alles. Und also heute ist es auch so, dass ich auch keinen Ehrgeiz mehr habe. So jetzt, früher war das so, ich wollte mal so, denn dass das auch klappt mit dem Satz, dass ich mal berühmt werde und vielleicht ganz viele Leute da habe, die dann zu mir kommen und so, das habe ich alles nicht mehr mittlerweile. Also ich freue mich immer, wenn Leute da sind, aber da ist der Ehrgeiz ist in mir raus. So, das ist einfach nur noch, weil es für mich schöner ist, Satzung zu geben, als es sein zu lassen. So weit bin ich mittlerweile. Weil ich bin ja also der festen Überzeugung, dass alles perfekt ist, wie es ist. Also so gesehen könnte ich sagen, niemand braucht Erleuchtung, weil alles schon erleuchtet ist und genießt das Leben, kann ich da nur sagen. Aber da brauche ich jetzt nicht Treffen zu veranstalten. Das kann ich auch so im Video sagen, zum Beispiel dann. Ne? Aber es ist, ohne Satzung wird mir auch was fehlen. So, weil das doch für mich auch ganz schön ist, so das zu teilen und zu sprechen darüber. So ist das heute eigentlich. Also so ein völliges Loslassen eigentlich von allem. Also ja, und ich nenne das auch nicht Erleuchtung. Also ich nenne es Wahrheit. Ich weiß, dass ich Wahrheit bin. Aber ich weiß aber, dass nicht nur ich Wahrheit bin, sondern dass das ist alles Wahrheit. Es ist nichts Besonderes, Wahrheit zu sein, das will ich sagen. Ja, spannend. Ja. Hast du denn da eine Veränderung bemerkt in diesem Prozess? Oder in diesem, ja, was da passiert ist, also mit dem Thema Mitgefühl und Mitleid, hat sich da was verändert bei dir? Ja. Ja, also das ist schon, wenn ich irgendwo merke, dass jemand leidet oder dass dem nicht gut geht, dann ist das heute eher so, dass mich das eben motiviert, so Satzang zu geben zum Beispiel auch oder mich zu kümmern. Das ist doller. Ja, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was Buddha sagte mit dem Mitgefühl, so dass das dann eigentlich die vorherrschende Qualität dann ist später. Das kann ich nachvollziehen, ja. Mit deinem eigenen Mitgefühl oder Mitleiden? Nee, das ist irgendwie nicht mehr, weil ja hier niemand mehr ist, der leidet. Also das ist irgendwie so, das Selbst, was ich bin, die Wahrheit leidet nicht. Also da ist kein Leid. Es ist Leid nur, wenn ich jetzt in diese Figur hier reingehe. Da ist Schmerz auch. Körper kann Schmerzen empfinden, gibt auch emotionalen Schmerz und so. Kann es auch Leid nennen von mir aus, aber damit, das geht mich nichts mehr an. Also das rauscht so durch irgendwie. Ja, also es ist, ich würde auch nicht sagen, so wie Buddha sagte, angeblich hat er ja gesagt, dass das Ende allen Leids bedeutet, Erleuchtung. Ich würde, das finde ich zu krass formuliert. Leid existiert immer. Und wenn es nicht hier ist, dann irgendwo anders. Leid ist immer irgendwo. Und da ich ja nur alles bin, wo soll das Leid denn hin? Also wenn Wahrheit allumfassend ist, wo soll das Leid hin? Also es ist immer Leid da und es ist nicht das Ende des Leids, aber es ist das Ende der Identifikation damit. Ich identifiziere mich weder mit Schmerz noch mit Leid, aber auch nicht mit Positiven. Also es ist auch so, dass man dadurch nichts hat. Also ich könnte heute sagen, wenn das, was bei mir ist, Erleuchtung ist, dann habe ich da nichts von. Also weil es eben nichts ist, was gekommen wäre. Es hat nicht angefangen. Heute kann ich eigentlich nur sagen, dass nie was passiert ist. Also in dieser Rückschau, wenn ich das zurückverfolge, das ist alles nur ein großer Traum gewesen. Dieses ganze Aufwachen, die ganzen Prozesse, durch die ich gegangen bin, ist eigentlich genauso traumgleich wie das, was jetzt ist. Also es ist kein Unterschied. Also es ist nichts passiert in Wahrheit. So fühlt sich das eher an. Als ich da noch mittendrin war, war das ganz anders. Da war ich da richtig geil drauf und oh, noch tiefer und noch tiefer. Und ja, was kann man denn noch tun, so ungefähr? Ne? Oder ich will noch erleuchteter sein oder ich will noch klarer und so. Das gab es mal eine Zeit, ne? Das hört irgendwann auf. Also es ist eher so, am Ende kann ich sagen, so wie es sich für mich anfühlt, aus meiner Perspektive, ist es völlig normal. Also ich kann was mit anfangen mit diesem Spruch, Holz hacken und Wasser holen, das ist echt so. Also das Leben ist so stinknormal, banal,
Es ist im Grunde genauso, wie es immer war. Nur mit einem Unterschied. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach irgendeinem Sinn oder dass ich irgendwie Erleuchtung suche oder Erkenntnis suche. Das tue ich alles nicht mehr mittlerweile. Das passiert nicht. Aber selbst das ist kein Makel. Wenn, ne? Also es war ja auch genauso, während ich suchte, war ich ja genauso das, was ich jetzt bin. Das ist so. Genau. Ja, es ist mir auf einer gedanklichen Ebene nicht bewusst gewesen. Aber tief drin war ich es immer. Ich kann ja gar nicht anders. Nur habe ich auch einen Glauben gehabt an nämlich die, ich nenne das die Unerleuchtung. Ich habe geglaubt, nicht erleuchtet zu sein. Das ist ja ein Glaube. Denn nur dieser Glaube, die Überzeugung, nicht erleuchtet zu sein, lässt mich ja danach suchen. Wenn ich nicht glaube, unerleuchtet zu sein, suche ich auch nicht. Also wenn ich dazu keine Meinung habe oder ne? Wenn ich weder glaube, erleuchtet zu sein, noch glaube, unerleuchtet zu sein, dann bin ich im Frieden. Ja, das ist genau der Glaube, den ich glaube, ich vielleicht ein bisschen habe noch, dass ich so denke, aber ich empfinde ja auch noch Leid. So in Situationen, wenn ich fliehende Gedanken. Wer empfindet das? Konditionierungen hänge, ja, aber wer empfindet das Leid? Das ist. Das ja. Untersuch das, wer das ist. Und ist das nicht vielleicht so, dass du in Wahrheit gar nicht leidest, sondern dass vielleicht so eine Art, ja, dass du da eine Instanz hast, die aber nicht immer da ist. Guck mal, wann leidest du? Du leidest im Wachzustand. Ja. Vielleicht auch mal im Traum, wenn es dumm läuft, wenn man einen blöden Traum hat oder so. Ja, aber im Tiefschlaf leidest du doch nicht. Also in dem Moment, wenn ich nicht träume, meinst du? Oder? Genau, traumloser Tiefschlaf. Ja. Da ist kein Leid, kein Ich, keine Welt. Das sagst du jetzt. Aber während das so ist, sagst du gar nichts. Ja. Da ist einfach nur Frieden. Sozusagen Frieden, der keiner wahrnimmt. So. Ja. Also dieses, worauf ich hinaus will, dieses Ich bin, was leidet, ist ja nicht immer da. Die Beobachtung kann jeder machen. Dieses Ich Bin ist im Tiefschlaf, im Schlaf nicht vorhanden. Und doch ist diese Leere des Schlafes da. Dass jeder weiß, dass da nichts ist, wenn er nicht träumt und nicht wach ist. Dann weiß jeder, weiß das, dass da nichts ist. Aber woher wissen wir das? Ganz einfach, weil wir das sind, dieses Nichts. Kann man das vielleicht vergeben? Das nicht sicher sagen, was das nee, Moment, ist das, nee, das geht auch nicht argumentativ. So, also das mache ich jetzt nur, um das zu veranschaulichen. Also es ist nicht eine gedankliche Sache, ja, sondern okay. Das ist wirklich eine Erfahrungssache, dass du das bist, was da im Schlaf ist. Das wird aber gedanklich erst vielleicht später deutlich. Also das kommt da oben erst zum Schluss an, sozusagen. Es war aber schon immer so. Könnte man das vielleicht so benennen, also jetzt als Beispiel, dass der Fernseher einfach mal aus ist. Genau, das benutze ich auch gerne, die Metapher, ja. Genau, es ist, oder ich nehme auch gerne das Kino, wo der Film noch nicht angeschaltet ist, wo die Leinwand noch leer ist. So, das ist der Tiefschlaf, die Leinwand ist leer. Dann plötzlich macht der Typ da hinten am Projektor, macht das Ding an, der Film läuft los. Was passiert mit der Leinwand? Die Leinwand bleibt genauso, wie sie ist. Sie ist nur dann verbunden mit der Projektion. Und genauso geht es uns, mit dem Ich Bin. Ja, die Leinwand ist vergleichbar mit dem Selbst, mit der ewigen Wahrheit, die immer unberührt ist. Auch wenn du auf die Leinwand eine Atombombenexplosion projizierst, passiert der Leinwand nichts. Sie wird weder irgendwie, kriegt sie nur den leisesten Kratzer, noch kriegt sie Strahlung oder ähnliches ab, weil es nur eine Projektion ist. Das ist das, was ich meine. Deswegen ist Erleuchtung und Erwachen an sich vollkommen irrelevant. Was wir aber immer glauben, weil wir suchen an der falschen Stelle. Ja, wir suchen in diesem Traum, suchen wir die Erleuchtung. Aber in Wahrheit ist der Träumer die Erleuchtung. Und das wird durch diese Suche quasi vergessen, dass der Träumer eigentlich die eigentliche Wahrheit ist. Ja? Da kann man das dann auch sagen, dass das Ich Bin eher so eine Projektionsfläche ist für so eine Matrix, die uns vorgespielt wird. Von wo auch immer her. Das Ich Bin ist eigentlich schon die Projektion. Mhm. Und von da aus kannst du natürlich dann weiter
projizieren. Ne? Wo kommt aber diese Projektion her? Die kommt genauso wie alles andere aus der absoluten Wahrheit. Das ist auch die Wahrheit. Also, aber als Projektion. Also sag mal, die Illusion ist nur als Illusion real. Ja, der Inhalt der Illusion ist nicht real. Aber die Illusion wird dann erst perfekt, wenn ich den Inhalt glaube. Also wenn ich zum Beispiel in der Wüste die Fata Morgana sehe und glaube, das ist eine Oase, dann bin ich reingefallen. Wenn ich aber sehe, aha, da ist eine Luftspiegelung, das ist eine Luftspiegelung, das ist nur ein Schein, dann weiß ich genau, da ist gar keine. Also wäre es schon gut, dass ja, man sich schon bewusst wird, dass es nicht so ist, wie es zu sein scheint. Durch die Untersuchung des Ichs zum Beispiel kannst du rauskriegen, dass die Welt im Grunde dasselbe ist wie das Ich Bin. Die Welt ist identisch mit dem Ich Bin. Ja, also es ist so der Traum, das meine ich. Ja, das Ich Bin ist genauso Teil des Traums wie die Welt. Ja, die machen das zusammen, bauen die das auf sozusagen. Es ist ja auch immer so, wenn du aufwachst, erscheint ganz kurz, ein bisschen eher ist das Ich Bin ist zuerst da und dann kommt sofort die Welt. Man kann das, ich habe das schon öfter mal erlebt, wenn ich mal was getrunken hatte und so. Und dann ist das irgendwie ganz witzig, weil dann ist die Welt ein bisschen später und dann kriege ich zuerst, erst ist Seligkeit da, ne? Dann kommt plötzlich das scheiß Körpergefühl, so, uah, was habe ich getan? Und dann erst kommt der Rest. So, das ist richtig so, da kann man das dann beobachten, ne? Du hast vorhin gesagt, das zu untersuchen wäre ja gut, ne? Ja. Also wenn man was tun will, man kann auch, wenn man jetzt sagt, ich brauche gar nichts machen, dann ist auch gut. Ich würde gerne was tun. Das ist ja, genau. Jemand, der gerne was tun möchte. Okay. Und ich wäre vielleicht hilfreich, hattest du einen Vorschlag für mich, wie ich das untersuche? Also soll ich mich hinsetzen und sagen, okay. Also du hast ja schon ein bisschen Meditationserfahrung, also da würde ich dir empfehlen, einfach beim Ich Bin zu bleiben. Einfach die Aufmerksamkeit auf das Ich-Gefühl haben. Auf das Ich-Gefühl. Ja, einfach zu fühlen, Ich Bin. Du kannst natürlich auch denken, Ich Bin. Aber diese Präsenz zu spüren, einfach deine Existenz zu spüren, ganz bewusst wahrzunehmen, deine eigene Existenz. Und das machst du, so oft du Lust hast. Und das kannst du übrigens auch bei der Arbeit tun oder woanders tun. Du kannst natürlich aber auch dir die Frage stellen, wenn irgendwas dich besonders, vielleicht ist es hilfreich, wenn etwas besonders dich wegreißt, so emotional oder gedanklich, dass du dir dann plötzlich sagst, Moment, wer denkt das jetzt alles? Wer fühlt das alles? Dann löst du dich in dem Moment, wo du die Frage stellst, löst du dich schon von den Inhalten. Ja, genau. Ne? Das hilft, also das kann sehr praktisch im Alltag auch sein. Also beides kannst du machen. Es hängt letztlich davon ab, was für dich mehr Resonanz bringt oder was besser sich anfühlt einfach für dich. Du wirst es merken, wenn du das machst, dann wirst du merken, was das für angenehme Konsequenzen auch hat. Genau. Könnte ich mich fragen, wer ist das, der jetzt Angst bekommt? Genau. Wer ist das, der Angst hat? Gleichzeitig kann man beobachten, dass die Angst ja eine Empfindung ist, naja, die du beobachtest, ja. Die du gewahrst. Ja? Also du bist ja nicht die Angst. Und dadurch löst du dich von der Angst. Weil du erkennst, ich fühle die Angst vielleicht. Ja, aber ich bin nicht die Angst. Die Angst ist eine Erscheinung. Das ist eine Emotion in meinem Bewusstsein. Ja, mein Weg war es bislang, die zu beobachten, diese Emotionen, und versuchen, die loszulassen durch Gleichmut. Nichts machen damit. Also ja, ich würde nichts, also je mehr du versuchst, da was zu ändern, desto mehr verwickelst du dich. Ne? Ja, dann würde ich ja im Moment ja nicht, also ich würde es ja nur beobachten. Ja, beobachten ist, das ist auch gut, ja. Und ohne das zu bewerten. Genau. Aber auch das Loslassen wollen, das ist schon ein Schritt zu viel. Also ja, einfach nur da sein mit der Aufmerksamkeit. Ja. So. Das ist das Schwierige, finde ich. Also, ja. Ich will es ja loslassen. Wenn ich Angst habe oder negative Gefühle habe, also würde ich die ja gerne loswerden wollen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich Menschen innen. So. Ja. Also Menschen, ja. Also. Das ist auch auf der hier in der im Körper ist das quasi auch verständlich, dass da der Wunsch da ist, das loszuwerden. Aber absolut gesehen brauchst du gar nichts loswerden. Mhm. Also denn das, was du bist, ist wie der Fernseher, der nicht eingeschaltet ist dann. Und wenn er eingeschaltet ist, dann bleibt er auch derselbe. Als
zeigt nur das Bild dann. Aber verändert sich ja nicht dadurch. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Angst kommt zum Beispiel, nicht die wirklich einfach da sein lasse und ausfühle. Dann verändert sie sich. Du löst dich einfach davon dadurch und durch das Lösen wird es schon gemildert. Also, ja, weil ich beobachte, ich lasse es sein, wie sie ist. Und sie kann auch größer werden, darf sich aufbreiten, darf sich verändern. Und ich erfahre immer wieder, dass sie dann auch ganz schnell wieder verschwindet. Wobei da natürlich dann die Falle sein kann, dass man dann dass man das so als Methode haben möchte, dass man das immer los wird dann. Ne? Also darum geht es in meiner Selbsterforschung nicht. Da geht es nicht darum, irgendwas zu ändern an dem, was ist. Sondern es geht eher darum zu erkennen, welche Natur das hat, das Ganze. Beziehungsweise welche Natur ich selber habe, wer ich bin. Oder was ich bin. Ja. Mit der Angst, das ist ja echt eine irre Sache. Wenn ich überlege, also wenn ich träume, wenn ich beispielsweise einen fürchterlichen Albtraum habe, da ist ja auch Angst mit drin. Aber ich weiß nicht, ob der Körper da jetzt mitspielt, ob ich da schwitze oder Gesichtsverzerrungen habe oder irgendwas. Nehmen wir mal an, ich falle jetzt irgendwo runter in die Unendlichkeit. Und trotzdem, in dem Moment, wo ich die Angst nicht mehr aushalte, wache ich auf. Plötzlich. Ja. Ist ja nur ein Traum. Meinst du, dass das willentlich herbeigeführt werden kann oder ob das automatisch passiert oder ob das selbst dann einfach den Stecker zieht vom Fernseher? Du meinst jetzt, wenn Selbsterkenntnis passiert oder? Ja. Also irgendwas lässt mich ja aufwachen, weil ich wahrscheinlich diese Angst nicht mehr aushalte, diese Unruhe, dieses Aufgewühltsein. Diese Panik, die in dem Moment entsteht, das kennt vielleicht jeder, der schon mal so solche Träume hat. Ne? Und dann wache ich plötzlich auf, aber wirklich in dem Moment, wo ich es nicht mehr aushalte. Meinst du, dass das Selbst, also das Selbst, das wirkliche Selbst, also dass der Fernseher dann irgendwie den Stecker zieht? Oder? Naja gut, die ganzen Analogien sind immer so, irgendwann wird es dann holperig auch. Ne? Also aber Überlast fällt der Fernseher auch aus. Oder die Sicherung fließt. Ja, genau. So könnte man es vielleicht sagen. Genau. Wenn der Film also super stark ist, dann fliegt irgendwann die Sicherung raus. Dann ist es aus. Aber gut, das ist jetzt zu kompliziert. Also bleiben wir mal bei der Sache. Also meine Erfahrung war, ich fing an nach Erleuchtung zu suchen, als ich einfach zu viel gelitten hatte. Also als der Schmerz in meinem Leben so massiv wurde und so bedrohlich wurde durch Depressionen, dass es lebensbedrohlich wurde. Ja, dass ich ja so echt mit einem Selbstmord gekämpft habe, sozusagen, den nicht zu machen. Und das hat letztlich dann mich forschen lassen. Also das, was ist hier los? Ne? Und dann habe ich immer gemerkt, ich kann mich nicht umbringen. Und also das ist eine Extremsituation. Um das mal abzukürzen, also Extremsituationen, das haben schon ganz viele berichtet, dass das durchaus hilfreich sein kann, um tiefer zu gehen, um mehr von sich selber zu erkennen. Extremsituationen, das ist häufig so, ja. Oder auch, dass man alles versucht hat schon und dann irgendwann völlig enttäuscht zusammenbricht, weil man merkt irgendwie, es funktioniert so nicht. Ich kann nichts finden irgendwie, es geht nicht. Ja, und wenn das so sich erschöpft hat, dann haben manche so Erwachenserfahrungen oder so ein Prozess, dann fing dann an, ne? So in dem Moment, wo das zusammengebrochen ist. So. Also es ist einfach irgendwann so weit, dass offensichtlich ist es so, dass die Wahrheit eben in manchen Organismen dann zu sich kommen will, richtig, also richtig Aufwachen geschehen soll, und in anderen eben nicht. Also das ist immer abhängig auch so vom übrigen Lebensprogramm, vom Dharma. Also das gibt ja im Indischen immer so schöne Worte dafür. Das Dharma ist so das Lebensprogramm, der grobe Lebensweg. Lebensaufgabe, könnte man auch sagen. Ja, und wenn das so auf dem Zettel steht, dann passiert das auch. Und bei mir stand es offensichtlich irgendwie auf dem Zettel, dass da was passiert, und es war ja auch entsprechend heftig mit den Depressionen. Und ich könnte fast sagen, ohne diese Selbsterforschungsprozesse über die Jahrzehnte hätte ich vielleicht das gar nicht überlebt.
Also ohne meinen Lehrer damals, ohne den Guru, das hat alles wahnsinnig geholfen. Also es ist eben auch meine Erfahrung, dass wenn man leidet, dass es wird einem geholfen. Es passiert einfach. Das geht irgendwann los. Also vor allen Dingen dann auch das, was eben wirklich hilft. Ne? Also das Leid hat eben auch den Vorteil, dass es dich löst von vielen Verhaftungen. Also wenn man jetzt mal so richtig vom Tode bedroht ist, sei es auch nur der Selbstmord, der ist sehr real dann, wenn man es dann richtig schlecht geht. Also es ist auch durchaus gefährlich. Deswegen wird man ja auch dann manchmal eingewiesen sogar, wenn es zu gefährlich wird. Das kann durchaus helfen, die Relativität des Lebens zu erkennen. Also ich habe zum Beispiel mit 16, 17 noch so, war ich voll drauf, so gutes Abi machen, möglichst tollen Beruf lernen, und da war es so richtig so, hatte ich so richtig Ehrgeiz noch. Und dann war die mit 17 so die erste 3-Monats-Depression, wo ich mal richtig voll weg war, also richtig in Seilen gehangen habe und ganz schwer gelitten habe. Und danach war mir das egal mit dem Abitur. Also das hätte auch scheitern können. Ich habe es dann mit Ach und Krach gemacht, aber ich habe auch nicht viel dafür getan, und es ist sozusagen gerade noch mal eben so gut gegangen. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es mir auch fast also bist egal. Bist du danach auf die spirituelle Suche schon gegangen? Kannst du das so sagen? Ja, es fing so an. Ne? Also, an. Ja. Also eine Suche scheint immer bei jedem Menschen vorhanden zu sein. Ja, genau. Entweder ich suche dies oder ich suche das. Weil ohne Suche ist ja keine Spannung im Leben. Ja, es ist so. Da ist kein Plus und Minus. Ja. Da passiert nichts. Dann sitze ich ja, also da ist dann einfach nur noch sitzen. Ja. Und warten, bis der Körper stirbt. Ja, ich würde sagen, Suche ist so ein bisschen die innere Weisheit, die uns sagt, dass da mehr noch ist. Also als das, was wir jetzt so, wenn man identifiziert ist, was man so erlebt. Ja, aber ich suche ja immer. Ich suche Geld, ich suche dies, ich suche das. Das finde ich geil. Ich gehe gern abends raus, ich gehe gern, hau auf die Pauke, ich gehe in die Kneipe, ich gehe in die Disco. Ja. Ich kaufe mir gern teure Klamotten oder was auch immer. Ne? Ja. Irgendwo geilt man sich ja auf im Leben. Letztendlich. Also habe ich so den Eindruck. Ja, also ich kann auch sagen, dass ich eigentlich schon immer in gewisser Weise auf der Suche war, nur am Anfang nicht so richtig, wusste ich nicht, wonach genau. Ne? Ich habe das so in meinen Jugendjahren, da hieß es noch der Sinn des Lebens so. Ich wollte immer wissen, warum ich überhaupt lebe. Und brauchte irgendwie offensichtlich einen Grund, und den habe ich nicht gefunden. Und darüber hinaus bin ich dann depressiv geworden. Also nicht deswegen, aber das ging so Hand in Hand. Ne? Ich fing dann so an zu grübeln und so, und dann war das so eine Endlos-Gedankenspirale, ne? Die immer tiefer zog. Aber dann durch dieses massive Leid, was dann kam, blieb mir gar nichts anderes übrig. Also ich hatte dann irgendwann so emotional und auch so von der Erkenntnis her gemerkt, Selbsttötung ist Unsinn. Das bringt's nicht. Also das, nicht auf dem Zettel. Nee, ich habe irgendwie gemerkt, das kann es nicht sein. Also das, irgendwas ist da falsch dran. Ich hatte auch immer, wenn ich so darauf zuging, wenn ich so das wollte dann und beschlossen hatte, jetzt bringst du dich aber wirklich um, dann je näher ich dem kam, desto schlimmer hat sich das angefühlt. Also so, nicht Todesangst, aber das war so auch die Erwartung, dass nach dem körperlichen Tod überhaupt nichts besser wird. Also ich kann zwar den Körper töten, aber das Leid geht weiter. Ich hatte immer das Gefühl, das funktioniert nicht. Also was ich vorhatte, war ja, ich wollte mich erlösen von dem Schmerz des Daseins. Und dann dachte ich am Anfang noch, wenn den Körper tötest, dann ist es weg. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich dem näher kam, als ich sozusagen dann so kurz davor war irgendwie, einmal war es so, da wollte ich mich totsaufen mit Alkohol. Ne? Da habe ich mir 2 Flaschen Schnaps gekauft, dann hätte ich mich nur noch irgendwo hinlegen müssen und die auf Ex wegtrinken müssen. Und das konnte ich nicht tun, weil ich merkte, das ist es nicht, es geht nicht. Oder das sagst. Es funktioniert nicht. Ein Bekannter von mir, der hat das so gemacht, wie du das gesagt hast. Der hat Schlaftabletten genommen, 10 Stück oder so, hat sich da eine coole Whisky drauf reingehauen und lag 2-3 Wochen tot in der Wohnung. Ja, bis es dann gestunken hat irgendwann im Treppenkopf. Mann, oh Mann. Wegen Liebeskummer. Ja, das kann. Ja, das ist. Also ich stand es auf dem Zettel. Ja, ja, ich. Bei mir war es zum Glück nicht so, und dann habe ich eben gesagt, irgendwann für mich, ich habe dann so in der Depression auch ganz massiv die Ausweglosigkeit erlebt. Also ich konnte nicht sterben und ich konnte aber auch nicht leben. Alles, was da war Schmerz und Leid, und das kann ja so nicht sein, da habe ich mir gesagt. Irgendwie muss ich was grundlegend ändern. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, ja, wenn es dann schon nicht in die Unbewusstheit oder zurückgeht, in den Mutterschutz, also in die Unbewusstheit, also dass ich mich töte, wenn das schon nicht geht, dann will ich in die andere Richtung. Dann will ich wissen, was hier Sache ist, wer ich wirklich bin und was das alles damit auf sich hat. Und dann kam auch irgendwann, dann habe ich so Bücher entdeckt vom Zen-Buddhismus und so, oder spirituelle Bücher entdeckt, so nach und nach.
das war zuerst so der Zen-Buddhismus und dann kam ja gleich mal ein indischer Guru und dann ging es richtig los halt. Und dann wusste ich, was ich wollte plötzlich. Das war zumindest sehr hilfreich, aber es hat das natürlich noch nicht gelöst, das Problem mit den Depressionen. Und das ist auch wahrscheinlich nie gelöst. Also ich habe einfach, man könnte eher sagen, ich habe die Ebene gewechselt. Aber ich bin auf der Ebene, wo ich schon immer war. Ich verlasse sie nur nicht mehr irgendwie so. Aber ist sowieso egal. Also weiß ich heute, aber früher wusste ich es nicht. Also das Positive an Schmerz und Leid ist, dass es unheimlich viel Motivation erzeugen kann, die man dann auch nutzen kann. Und dass es auch löst. Ne? Also wenn ich massivstes Leid erfahre, dann löse ich mich von vielen Oberflächlichkeiten schon mal sofort. Nach meiner ersten Depression, die länger war, war ich einfach nur glücklich am Leben zu sein. Das war ja immer weg und dann war ich allein schon diese emotionalen Schmerzen nicht mehr waren. Das war wie eine Erlösung. Das war gigantisch. Wow. Wie würdest du das erklären, dass wenn jetzt ein Leid da ist, was ja das Ich bin, erfährt quasi, das setzt sich dann ja auch häufig auf die körperliche Ebene. Dann fühlt man sich schlecht, dann schläft man schlecht, man fühlt sich elend und was weiß ich. Was passiert denn da? Ist das alles auch eigentlich nur eine Illusion oder wie würdest du das erklären? Das ist ja dieselbe Ebene. Das ist innerhalb dieses Traumerlebens. Ich nenne das immer den großen Traum, den wir hier haben. Ne? Mhm. Und das ist ja, das Leid und der Schmerz ist ja eigentlich nur in diesem Traum. Weil nochmal als Erinnerung, im Tiefschlaf ist weder Leid noch Schmerz, noch ich, noch Welt. Also ist das, was du an Schmerz und Leid im Wachzustand so erfährst, ist genau von derselben Art wie alles andere, was du erfährst. Das ist kein Unterschied. Und das bezieht sich aber alles auf dieses Ich. Ja, das braucht ein Ich. Als Verwechslung aber schon. Also das reine Ich ist ja das, was leidfrei ist, aber die Verwechslung mit dieser Ich-Projektion, was wir als Ich-Gefühl kennen, und die ja dann noch weitergeht, das geht ja dann weiter, das bleibt ja nicht bei dem reinen Ich bin. Das Ich bin fängt ja dann an zu sagen, ich bin dieser Mensch. Und sich auch so zu fühlen. Also ich weiß noch genau, wie ich mich früher gefühlt habe als identifizierter Mensch. Das war von einem Tag auf den anderen, ich gucke in den Spiegel und der Spiegel ist leer. Also ich sehe diesen Körper, aber ich weiß, dass ich das nicht bin. Aber ich weiß das nicht hier oben, sondern ich fühle das richtig. Das kann man auch, wenn man es psychiatrisch oder psychologisch ausdrückt, dann ist das Dissoziation. Ja, das ist Depersonalisation, nennt man das. Ja, das gibt richtig so, das ist auch bekannt in der Symptomatik. Ne? Das kann man als Krankheit sehen. Viele sehen das als Krankheit, aber es ist keine. Also jedenfalls in meinem Fall war es keine, sondern es ist dieses, wird ja auch Transpersonalisation, nenne ich das lieber. Also es ist das Transzendieren der persönlichen Identifikation. Wenn man dieses Ich, das Ich ist die Wurzel von allem, dieses Ich bin, das ist sozusagen Identifikation pur. Und die pflanzt sich dann fort, kann ins Endlose wachsen, kann das. Die Idee, die Welt besitzen zu wollen, alles besitzen zu wollen, ist quasi so eine Art ganz verquere Suche nach der Alleinheit, die ich ja eigentlich bin. Ich bin das Ganze, ich bin das Universum, aber ich brauche es nicht gewinnen. Aber der Mensch, der sich mit dem Ich identifiziert und dann die Welt für sein Ich haben will, besitzen will, als besitzrichtig, ja, das ist das Gegenteil quasi davon. Aber es ist eine ähnliche Suche. Ja, der Mensch, der nach unendlichem Reichtum strebt, ist auch auf der Suche nach, genau wie jemand, der die Natur seines Ichs erforscht. Nur das eine es direkt macht, der andere macht es noch über den Umweg des Ich-Bins und hofft da die Erlösung zu finden,
wenn ihm die ganze Welt gehört, dann brauche ich ja keine Angst mehr haben. Ja, aber das ist genau das, wenn ich nämlich das alles bin, oder man könnte auch andersrum negativ formuliert sagen, ich bin das alles nicht, mich gibt es eigentlich gar nicht, dann bin ich auch nicht betroffen von dem, was geschieht. Ja. Und in dem Moment, wo ich diesen Stecker ziehe, dieses Ich hinterfrage und erforsche, ja, ist der ganze Überbau, kann mit einem Mal dann plötzlich bedeutungslos sein. Das verschwindet nicht, die Welt verschwindet ja nicht, ich erlebe ja auch die Welt, aber das ist nicht mehr schlimm. Ja, es ist einfach, wie es ist. Die Welt ist einfach, wie sie ist und ich bin, wie ich bin. Und dazu müsste ich noch sagen, ich habe sonst das immer radikal auf dieses Ich-Erforschung hingewiesen. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, Konzepte, die jetzt sehr mächtig sind, wenn ich also an gewisse Sachen ganz stark glaube, dass ich die dann als erstes mal mir objektweise, also einzeln vorknöpfe. Das ist durchaus wichtig, weil manche Sachen so massiv sind, dass dazu gehören auch traumatische Störungen oder andere psychische Erkrankungen oder solche Sachen, die können so eine Macht haben, dass ich einfach mich dieser Ich-Erforschung nicht richtig widmen kann, weil die immer im Vordergrund stehen. Dann muss ich mich natürlich erstmal um die einzelnen Sachen kümmern. Wenn so ein gewisses Maß an Lösung schon erreicht ist, kann ich mich direkt an die Wurzel machen. Also vergleichbar in dem Bild, ich habe ein Dornengestrüpp und will das Dornengestrüpp vernichten, dazu muss ich an die Wurzel ran. Ich komme aber vor lauter Dornen gar nicht zur Wurzel. Deswegen muss ich eine Machete nehmen und erstmal die Dornen wegschneiden und dann kann ich mir an die Wurzel machen. So, das ist so in dem Bild das. Ja? Deswegen kann durchaus beides sinnvoll sein. Das ist wie Intimbesprechung, Störungen gehen vor. Ja. Wenn man was hat, was eben total präsent immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann muss es erstmal direkt angegangen werden. Ja. Nur ich würde eben nicht empfehlen, bei den Gedankenmustern stehen zu bleiben und jetzt zu meinen, ich muss alle einzeln auflösen. Also meine Erfahrung ist, dass wenn ein gewisses Maß an Loslösung schon da ist, dass es mir prinzipiell klar ist, dass das alles nur Konzepte sind, dann kann ich mich um das Wurzelding kümmern, nämlich, und das ist dieses Ich. Dann kann ich daran gehen. Sobald das erreichbar ist, das spürt man ja dann. Ne? Wenn mich das andere nicht mehr so interessiert, diese ganzen Ideen, und ich merke aber, Mensch, irgendwie bin ich ja da und ich leide, so, zack. Und das will ich nicht mehr. So. Also was kann ich tun? Ja, dann versuche nicht das Leid abzuschaffen, versuch zu erkennen, wer du bist. Erforsche das, was du bist. Eine generelle Frage habe ich. Es gibt ja viele schöne Tipps von dir, aber am Beispiel mit der Angst jetzt. Ich habe jetzt Angst und dann hast du ja Tim vorhin geraten, so, dann untersuch, wer hat denn die Angst. Nur, wie schaffe ich das, dass mir das in dem Moment ja anfällt? Gilt ja für alles. Also untersuch das, sagst du ja, aber wenn dir das nicht einfällt, dann musst du dich erstmal um die Angst kümmern. Und das ist genau das, was ich meinte. Es kann erstmal sinnvoll sein, wenn das zu heftig ist, sich mit dem Objekt selber zu beschäftigen. Das heißt dann erstmal die Angst zu hinterfragen, zu gucken, ist das überhaupt konkret? Die meisten fiesesten Ängste sind ja so, also ich habe die so erlebt, ich habe ja richtig Angststörungen auch gehabt zwischendurch mal mit den Depressionen zusammen. Da war das so, dass ich gar nicht wusste, bevor ich Angst habe. Es war einfach Angst. Angst. Nackte Angst. Und ich wusste noch nicht mal bevor. Also ich wusste dann natürlich, was ich nicht wollte. Ich wollte zum Beispiel nicht mit Menschen zusammenkommen. Irgendwie, ich wollte alleine sein immer. Ich wollte, dass mich niemand sieht zum Beispiel. Aber das war ja erst die Auswirkung der Angst. Aber ich wusste überhaupt nicht, wovor ich da genau Angst hatte. Ja, und da, wenn das so ist, dann kannst du dich natürlich nur erstmal um die Angst kümmern. Überhaupt. Und die untersuchen. Das geht aber auch mit Beobachtung los. Und das, da kommst du irgendwann, wenn das eine gewisse Heftigkeit hast, dann weißt du dir nicht mehr anders zu, dann passiert das irgendwann. Du kannst dir nicht mehr anders helfen irgendwann. Das ist eine Sache. Ja, du bist irgendwann so, ja genau, du bist irgendwann so, das treibt dich so in die Enge, also bei mir war es auch so, meine Krankheit, diese Depression, die haben mich so in die Enge getrieben, dass ich gar nicht anders konnte, als irgendwann tiefer zu bohren und eben nicht jetzt direkt nach Heilung zu suchen, sondern
zu gucken, was ist denn eigentlich, was steckt denn dahinter eigentlich? Oder was ist denn überhaupt mit mir? Also ich definiere mich über die Krankheit, aber was ist denn mit mir? Wer bin ich denn? Dass ich sage, ich bin jetzt depressiv. Warum? Am Anfang habe ich mich noch richtig stigmatisiert damit. Da war ich verrückt für mich selber. Ich habe mich selber stigmatisiert. Ne? Völlig durchgedreht. Ja, selbst diese Fähigkeit oder diese Idee, ich will meine Angst untersuchen, das ist ja schon, da bin ich ja schon ganz weit vorne. Also dass ich diese Idee habe, ich will das jetzt untersuchen und auch Vertrauen habe, da hinzugucken und so weiter. Also ich stelle mir das gerade vor. Ja, das wird immer einfach erzwungen. Wenn das so heftig, wie du sagst, wenn das so heftig ist, dass dir das nicht einfällt, irgendwann fällt es dir aber doch ein. Weil das irgendwann, ja, beziehungsweise deinem System fällt irgendwann ein, ich muss was tun, es muss was hier passieren, ja, sonst ist vorbei. Also ja, wenn ich nicht angefangen hätte, mich mit der Spiritualität zu beschäftigen, hätte ich das, glaube ich, auch nicht überlebt, diese chronischen Depressionen. So, das war einfach so. Das ist so ein Prozess, den man auch lernen muss. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Also, dass man grundsätzlich immer so ein bisschen auf das eigene Verhalten und auch auf die eigenen Gefühle achtet. Und eben, egal ob man ängstlich ist oder wütend ist oder beleidigt ist, dass man in dem Moment nicht so Muster abfährt, die man vielleicht gelernt hat früher mal, sondern dass man denkt, okay, das hat mir jetzt nicht gefallen, was diese Person gesagt hat, aber ich reagiere jetzt nicht sofort, wie ich das immer machen würde, sondern überleg nochmal. Vielleicht auch durch Empathie, warum hat die andere Person das überhaupt gemacht und was ist denn da jetzt bei mir beleidigt? Oder wenn es um Angst geht, ist es eine konkrete Angst vor einem Sturm oder sowas, wie du sagtest, was irgendwie diffus ist. Und wenn es diffus ist, ja, dann muss man wirklich nochmal vielleicht das ein bisschen anders handeln. Aber bei einer konkreten Angst, dass man dann auch wirklich mit dem Verstand hinterfragt, was ist die Konsequenz? Was kann eigentlich überhaupt passieren? Mhm. Und was müsste ich tun, damit es nicht passiert? Also, dass man das dann auch so ein bisschen auflöst, indem man nicht so ein Opfer ist, sondern selber aktiv wird. Genau. Aber das geht eben wirklich nur, wenn man im Laufe der Zeit lernt, sich nicht so wegschwemmen zu lassen von solchen Gefühlen, glaube ich. Sondern das auch übt, so eine Achtsamkeit. Durch Meditation zum Beispiel oder so. Ich glaube aber, dass auch nicht in jedem Fall, dass einem gelingt unbedingt. Nicht immer. Also in meinem Fall, ich habe früher auch Ängste gehabt, ich habe mir Psychotherapie zugezogen, was mir sehr geholfen hat. Und danach ging das deutlich besser. Mhm. Und ich bin jetzt, also das weiß, glaube ich, das, was du meinst, oder vielleicht könnte es ein Weg sein, wenn die Angst zu groß ist, dass man erstmal diese Angst bearbeitet. Ja, so. Aber jetzt bin ich schon lange auf einem Niveau, dass es, also davon eigentlich, ich könnte fast sagen, angstfrei bin, so, aber jetzt tiefer gucken kann. Genau. Zu beobachten und solche. Ja, genau. Also da, aber da muss man seinen eigenen Weg finden. Ja, ich musste auch erstmal eine Depression behandeln. Ich habe auch Therapien gemacht und so. Also ich habe auch mal Medikamente genommen. Das hat auch geholfen eine Weile. Also wenn es akut war. Ne? Nee, aber es ist ja sowieso Angst ist ja nichts Schlechtes an sich, wenn sie konkret funktional ist. Also wenn ein Tiger ist und ich habe Angst vor dem Tiger, ist das vielleicht lebensrettend. Wenn ich da keine Angst hätte, frisst er mich. Ja. Wenn ich allerdings so eine Angst habe, die krank ist, also wo gar nichts ist und ich habe einfach nur so Angst, dann ist das eine Angststörung. Dann ist das was anderes. Und Angst, wenn sie konkret ist, dann ist sie absolut sinnvoll und ich sollte sie dann clevererweise nutzen, damit es mir besser geht, sozusagen, als Hilfsmittel. Es ist ein Hilfsmittel. Genau wie körperlicher Schmerz ja auch ein Hilfsmittel ist. Der Körper schreit auf, wenn ich da was reinschneide ins Bein, dann ne, sagt er, das ist aber nicht in Ordnung hier. Hier fließt das Blut und hier gehen die Zellen kaputt und so. Ja, also hier ist eine Verletzung und das ist ja gefährlich. Also wenn man jetzt in so einem, meinetwegen, wir haben ja hier so ein Klima, wo alles gut heilt, aber es gibt zum Beispiel in Indien oder so oder andere warme Länder, da ist es teilweise so, ich weiß nicht, wer es kennt, Wunden heilen manchmal ganz schlecht, weil das einfach so ein feucht-warmes Klima ist. Da kann eine kleine Wunde schon gefährlich werden. Ja, also auch wegen Infektionen und so. Ne? Also das ist ja so, der Schmerz des Körpers ist absolut sinnvoll. Nun gibt es natürlich auch Schmerzerkrankungen, wo ich quasi Phantomschmerz habe, der medizinisch gar nicht zu begründen ist, wo einfach nur Schmerz da ist. Gibt es ja auch. Ne?
Und da ist es dann so quasi, wenn man so will, entartet. Genau wie eine Angststörung auch quasi eher entartete Angst ist. Ja, und das ist wieder was anderes. Generell weise ich schon gerne auf das Effektivste hin, das ist die Selbsterforschung. Aber wenn das eben nicht stattfinden kann, wegen Krankheit oder anderen Gebrechen, dann muss man sich erst um die Krankheit natürlich kümmern. Wenn du in der Psychotherapie mit Angst arbeitest, dann geht es auch darum, aus der Identifikation rauszukommen. Ne? Und den Schritt zurückzugehen. Wer in mir hat denn da Angst? Ja, ach, das machen die auch schon so jetzt, oder was? Ja. Mhm. Ja, es geht einfach um das sich lösen. Ne? Ich komme in eine Beobachterposition und kann dabei entdecken, dass der Beobachter ja eigentlich gar nicht betroffen ist. Der beobachtet ja nur. Ja. Und auch Traumabehandlung. Stell dir vor, das Alte läuft im Fernsehen ab. Also das ist auch dann dieses Weg von mir und ich habe jederzeit die Möglichkeit, das zu stoppen. Also es sind alles so diese raus aus dem ich bin das. Ja. Dazu, ich kann das. Und es ist nicht jetzt. Du hast noch keins gesagt heute. Erwischt. Oh, ich bin ganz still. Ja. Die Ebene gewechselt. Das hat mich sehr angesprochen, als du das gesagt hast. Also wenn ich eine Frage hätte, dann wie kann ich die Ebene wechseln? Ich habe aber auch gesagt, dass eigentlich war ich da schon immer auf der Ebene. Ich habe sie nur nicht verlassen, sozusagen. Aber es gab diesen Moment. Meintest du. Ja, gut, aber dazu muss ich nochmal sagen, Momente gab es viele. Also es ist viel scheinbar passiert. Aber in Wahrheit ist es alles nur und nichtig, kann ich heute sagen. Ich will das nicht was herabwürdigen, was jemand erfährt und auch nicht, was ich erfahren habe. Ist alles schön und gut, aber das, worauf es eigentlich ankommt, das, was du wirklich bist, das braucht das alles nicht. Es braucht weder Erwachen noch Erleuchtung. Es braucht auch nicht die Ebene wechseln. Es ist eher so, dass wie kannst du das loslassen, dass du das, oder wie kannst du aufhören zu glauben, du bräuchtest das. So. Es geht um die Bewusstwerdung, doch, ne? Und auch das, was wir jetzt hier gerade machen, dient ja vielleicht auch der Bewusstwerdung. Dass ich denke, oh Mensch, was hat er gesagt? Oh ja, probier ich mal. Oder, also. Wann glaubst du das immer? Wenn du wach bist, glaubst du das? Was? Dass du irgendwas erreichen solltest oder müsstest. Sagen wir mal, du suchst nach Erwachen oder Erleuchtung, suchst du nur, wenn du wach bist. Ja. Gut. Das ist ja nicht immer, ne? Die Wahrheit, die du bist, die ist aber immer. Also was hat es dann mit dieser Suche nach Erleuchtung auf sich? Braucht das, was du bist, braucht das diese Suche? Weil wenn du schläfst, dann brauchst du die Suche doch nicht. Das, was im Schlaf da ist, ist auch jetzt da. Das bist du genau jetzt. Das ist immer perfekt still. Ganz still. Unten drunter, unter allem.
und gleichzeitig mittendrin in allem. Aber vielleicht entdeckt man es zuerst, wenn man so ganz bei sich selber ist. Also was im Moment ist, ist, da ist Stille. Da ist so ein Fokus auf deine Worte. Drumherum, so von dem, wie ich sehe, es ist eher gedämpft. Also von dem Bild. Es gibt so ein Röntgen, als du mich einmal kurz angeguckt hast, gab es so ein Aufflackern von Nervosität vielleicht. Also wo ich das Gefühl hatte, da ist was berührt. Es gibt ein Lachen in mir. Ein stilles Lachen. Und ab und an schaltet sich der Mind an und der fragt nach einer Technik. Mhm. Ja. Lass ihn fragen. Lass ihn fragen. Ich kriege jetzt mal keine Antwort. Und die Stille ist sehr schön. Wenn du denkst, wird die Stille dann verändert? Nein. Genau. Auch durch das Lachen nicht. So ein Gefühl von drehen könnten, kommt nicht. Auch durch so ein Kitzel von Nervosität nicht. Aber die Art, wie ich jetzt gerade Bilder sehe, ist anders. Also ist irgendwie. Naja, wenn du Drogen nimmst, ist auch alles anders. Also da würde ich nicht zu viel drauf geben, weißt du? Also ich würde den Fokus eher auf das richten, was immer in allem gleich ist. Was ist das, was immer dabei ist? Was immer gleich dabei ist, immer und überall. Beziehungsweise dabei, was ist da einfach? Was ist immer da? Du nennst es die Stille, ja. Ich nenne es das selbst. Aber man kann es auch ich sagen. Ich bin immer dabei. Wenn ich dieses Ich, aber ich darf es dann nicht begrenzen. Ja, es ist ein unbegrenztes Ich, was immer dieses Ich. Du erlebst das alles. Du bist da immer bei. Du als reines Ich bist immer dabei. Im Schlaf bist du so sehr das Geschehen, dass du es noch nicht mal mehr gewahrst, dass du das bist. Ja. Aber du bist das, was da im Schlaf ist. Das bist du 100%. So. Und das bist du auch jetzt noch. Ja? Ununterbrochen. Es fühlt sich oder es sieht alles sehr gedämpft aus. Ist das normal? Alles genauso normal wie Klarheit und so weiter. Die Welt ist egal, wie du die wahrnimmst. Guck mal, das, was das alles bezeugt, diese Stille, die du so nennst, ja, die ist doch immer gleich in allem. Ja. So. Sei einfach damit und gut ist. Sei einfach das, was du schon bist. Es gibt diese Vorstellung, dass ich lebendiger werden müsste. Da hast du wahrscheinlich, wie jeder Mensch, eine Unmenge davon im Kopf. Kenne ich auch alles. Ich glaube das aber nicht mehr. Ich habe aufgehört, diesem Gequassel da zu glauben. Und du sollst auch meinem Gequassel nicht glauben, sondern für dich zählt ja nur, was du wirklich weißt, 100%. Was ist das, was du wirklich weißt, absolut weißt? Also was ich jetzt gerade weiß, ist, dass ich mich so abgestellt fühle. Der Mind sagt, ich bin abgestellt. Das ist ein schönes Gefühl. Dein Körper will sich nicht viel bewegen. Fokus ist auf deinen Worten. Und ansonsten ist es sehr eingeschränkt, abgestellt. Aber lustig. Oder das Freude.
Freude kommt und geht, wie alles andere. Lustig. Ja. Wenn eine Frage da ist, dann verändert die aber auch nicht die Stille, ne? Nein. Siehst du? Also aus Sicht der Stille ist es dann ja auch so rein theoretisch ganz egal, ob die Frage jetzt eine Antwort bekommt oder nicht. Und es ist ja eigentlich auch egal, ob die Frage weiter da ist oder nicht da ist. Ja. Ist hier anstrengend. So ist es mit allem, was erscheint. Diese Stille wird nie berührt durch nichts. Selbst wenn das ganze Universum sich verpuffen würde, wird die überhaupt nicht berührt werden dadurch. Im Kleinen kannst du es im Schlaf erleben, da ist das Universum ja nicht mehr. Also subjektiv. Zweieinhalb Stunden gemacht. Gerne. Okay. Tschüss. Schwer für mein Glauben, dass die Stille das Selbst ist. Aber das ist für das Selbst egal, ob der Mind das glaubt oder nicht. Ja. Aber für die Stille ist es egal. Ja, aber das ist ja das, also Selbst und Stille ist für mich nur zwei, dasselbe Worte, dasselbe, was dahinter steckt. Nur verschiedene Worte. Es geht auch nicht darum, irgendwas Bestimmtes zu glauben, sondern es, was den Verstand oder das Denken angeht, ist da die Erlösung eher, dass du eigentlich vom Inhalt her gar nichts mehr glaubst. Ja, Gedanken sind immer nur Gedanken. Was haben die denn mit dem Bewusstsein zu tun, in dem sie erscheinen? Die erscheinen einfach nur da drin. Und das Bewusstsein lässt sie in endloser Geduld alle erscheinen. Jeden Gedanken, jedes Gefühl, jedes Geschehen dieser Welt darf erscheinen im Bewusstsein. Das Bewusstsein ist viel, viel, viel geduldiger als jedes Stück Papier. Es darf alles erscheinen. Und das ist die wahre Natur. Ja, das ist die grenzenlose Liebe, könnte man sagen. Allumfassende Liebe. Sogar Donald Trump darf erscheinen. Sogar Donald Trump darf erscheinen. Der nicht. Der, jetzt muss ich mal auf. Jetzt muss ich mal kurz weg. Mir ist es kalt hier, oder? Ist die Heizung an? Soll ich die hören? Ja, mach mal. Ach, ich wollte prüfen. Falls ihr mal zu heiß wird, dann ist es heiß. Ich finde den Ansatz, wenn ich noch mal kurz sagen darf, ja, Zeit. Den Ansatz sehr interessant, die
Urangst, die wir alle haben, ist doch eigentlich die Angst, nicht mehr zu sein. Mhm. Oder ausgelöscht zu werden. Und da kommt doch eigentlich alles her. Also das andere sind doch nur Abstufungen letztendlich. Ja. Reale Angst, okay, aber jetzt, wenn ich kenne dieses Gefühl, einfach nicht mehr zu sein. Moment, du kennst das Gefühl, nicht mehr zu sein? Ja, einfach nicht mehr zu sein, genau. Also der Verstand, mhm, der Körper, das, was dahinter ist, ja, das kann ich nicht sagen. Das war nicht da in dem Moment. Das habe ich nicht, das war nicht gewahr. Dessen war ich nicht gewahr. Aber gewahr, die Angst nicht mehr zu sein, dass die, ja, unten ausgelöscht zu werden. Ich weiß nicht, wo ich herkomme. In Wahrheit, der Verstand weiß das nicht. Ich bin hier in diese Welt reingeworfen worden. Und ich weiß aber, das sagen mir alle, irgendwann wirst du auch wieder verschwinden. Ist nur eine Frage der Zeit. So, und wenn ich mich da reinsteigere, da brauche ich nur ein paar Mal drüber nachdenken, ohne mich da jetzt gedanklich irgendwie anderweitig ablenken zu lassen, denn ist diese Angst da im Verstand. Mhm. Hier muss ich zusehen, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Weil wenn ich das ernst nehme, und es ist ja ernst letztendlich, es ist eine Realität, dass der Körper, ja, also der wird bestimmt nicht noch 100 Jahre hier rumtouren. Ja. Glaube ich nicht. Und ja, das, hast du diese Angst noch? Weißt du, wovon ich spreche? Mhm. Wahrscheinlich ja. Ne? Ja. Also ich kenne die Todesangst auch. Ja, aber ob die jetzt noch hast. Ich ja, meine, doch, so als doch. Hintergrund läuft die noch? Jein. Also nicht in dem, was ich bin. Ja, aber auf dieser äußeren Ebene hier, wenn ich das körperlich fühle, da ist natürlich Todesangst. Willst du auch Schiss kriegen? Der Körper ist das. Ja. Also das ist irgendwie so, dass der Organismus will einfach existieren, will weiterleben. Mhm. Und da ist eine ganz tiefe Angst vor, ich habe das so bei mir sehr gekoppelt mit dem Atmen. Also ich habe so eine Atemstillstandsangst, richtig so. Also ich kann, wenn man das Gefühl, ich höre irgendwann auf zu atmen, und das finde ich ganz grässig, die Vorstellung. Aber das ist körperlich. Während das, was ich bin, ist davon vollkommen unberührt. Und das ist ja auch so, wenn du das eben dir vergegenwärtigst, dass du ja im Schlaf auch existierst, nicht jetzt als Mensch, sondern als, man könnte sagen, Mysterium, als reines Sein, was sich noch nicht mal selber kennt im Schlaf, da ist ja auch keine Todesangst mehr. Und da ist ja auch weder Existenz noch Nicht-Existenz. Du kannst ja nicht, du weißt ja, dass du kannst nicht sagen, ich existiere nicht im Schlaf, kannst aber auch nicht sagen, ich existiere. Beides kannst du nicht sagen. Das heißt also, du bist jenseits von Existenz oder Nicht-Existenz. Es ist nicht mehr die Frage. Ja? Also sein oder nicht sein ist nicht mehr die Frage dann. So, und das ist eben, was da im Schlaf ist, das ist auch das, was in diesem Moment auf der Ebene quasi ist. Nämlich in diesem reinen Selbst, welches du bist, ist die Angst nicht vorhanden. Sie kommt aber, sobald du anfängst, dich mit der Erscheinungswelt zu beschäftigen, ist als erstes ja mal dieser sensorische Körper da, der das alles wahrnimmt. Und da ist auch eine Angst wahrzunehmen. Und wenn du sie nicht bei dir, das nochmal, wie ich es vorhin sagte, wenn du sie nicht bei dir wahrnimmst, wie ich es mit dem Leid gesagt habe, ne? Irgendwer hat immer Angst. Also da du ja das grenzenlose Bewusstsein bist, wo alles erscheinen darf. Und es erscheint ja auch. Die werden, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist eine sehr interessante Beobachtung, wenn du selber Angst hast und die verleugnest oder verdrängst, dann wird dir im Außen Leute begegnen, die Angst haben plötzlich. Und dann wunderst du dich, wieso haben eigentlich immer alle Angst? So, ne? Ja, oder du projizierst das dann. Oder du sagst dann jemandem, Mensch, ich habe das Gefühl, du hast Angst. Und dann sagt der, nee, ich habe gar keine Angst. Ach so, bin ich das selber? Ja, das ist die Projektion. Ja, ja, also das ist so, das sind diese ganzen Projektionsmechanismen so, ne? Und das, die erste Projektion ist aber dein Körper, ist deine körperliche Existenz. Und die, ich glaube auch, dass da die Angst immer sein wird. Und warum auch nicht? Also das Entscheidende ist zu wissen, wer du dabei bist. Das ist das Entscheidende. Ja. Aber wenn du das nicht hast, dann siehst du ein bisschen anders. Wenn du glaubst, der Körper zu sein, dann ist diese Angst eben total bedrohlich. Mhm. Wenn du weißt, dass du eben viel, viel mehr bist als der Körper, beziehungsweise gar nichts bist davon, kann diese Angst dich auch nicht betreffen. Aber was hier oben, also ich sag mal, die Gedanken sind für mich auch ein Teil des Körpers. Also das würde ich jetzt nicht
trennen vom Körper, das ist letztlich körperliche Erscheinung, gehört dazu. Und da ist immer Angst. Irgendeine, und das ist ja auch sinnvoll. Oder auch mal, ist auch von mir aus mal nicht, aber das muss ja auch so funktionieren. Das sind die Programmierungen des Körpers, um zu überleben. Wenn ich allerdings weiß, dass ich nicht der Körper bin, beziehungsweise dass ich alles bin, dann ist es unbedeutend, was mit dem Körper ist. Das musst du aber erstmal wissen. Ja, ja, genau. Dadurch. Ich meine dich jetzt nicht. Damit. Nee, ist schon klar. Das ist ja gerade das, weswegen man dann auch irgendwann aus Not quasi sucht, anfängt zu suchen. Wichtig ist nur, dass ich möchte das immer so dazu fügen, dass man dadurch nicht besser wird. Man wird durch Selbsterkenntnis kein besserer Mensch oder irgendwie wertvoller oder so. Das ist egal. Also es ist, ich erlebe eine ganz tiefe Gleichwertigkeit von allen. Also ganz egal, ob das ein Kieselstein ist oder ein Mensch, der von sich selber weiß oder der glaubt, er sei der Körper, das ist so unbedeutend. Also das ist alles das Gleiche. Gleiche Theater. Gleich, auch gleichwertig. Also es ist, man wird nicht besser durch Selbsterkenntnis. Das sind nur diese Vorstellungen, die man, hatte ich früher auch. Ich hatte auch das strahlende Bild vom Heiligen, der nie wieder krank wird und alle erlöst. Ja, und man hat das ja, das haben wir ja auch ein bisschen vielleicht durch unsere christliche Prägung. Jesus, der Auferstandene, der alles überwunden hat. Ja, und irgendwie ist da diese Sehnsucht vielleicht auch bei vielen auch so frei sein zu wollen dann. Oder so jemand dann anbeten zu wollen, weil der eben besser ist als alle anderen, weil der göttlicher ist als alle anderen. Das lehrt das Christentum ja auch. Es gibt nur einen Sohn Gottes und das ist Jesus. Alle anderen sind, das dürfen uns niemals so auch nur dahin denken, um Gottes Willen. Das ist ja eine Gotteslästerung. Ja? Also früher, als das noch strenger war, als noch mehr Fundamentalismus war im Christentum, da war das ja auch, da wurden die verbrannt und gefoltert, diese Menschen, die gesagt haben, ich weiß aber, dass Gott alles ist. Da haben die gesagt, du bist ein Lästerer. Du weißt gar nichts. Du kommst auf die Streckbank. Sofort. Ja, also so ist man früher damit umgegangen. Aber wir sind dadurch auch geprägt natürlich, durch diese Sachen. Dadurch haben wir diese Vorstellungen. Und Gott ist eben was. Ich sage ganz klar, es gibt keinen Gott außerhalb von dir. Gibt es keinen Gott. Es gibt das, was du erlebst. Und das ist alles Gott, was du erlebst. Alles, ohne Ausnahme. Und die normale Religion, die denkt sich da immer was hin, was da ist, was alles überstrahlt. Ja. Basiert auf Gedanken und Überzeugungen. Alle, die mystische Erfahrungen selber gemacht haben, sagen es genau andersrum. Gott ist nicht da draußen, sondern du kannst Gott nur aus der Ich-Perspektive erfahren, sozusagen. Ja, also das ist das Einzige, was da möglich ist. Also schön praktisch, dass man Abhängigkeiten schafft dann. Also ich meine jetzt aus der Sicht von der Kirche, gerade bei der katholischen Kirche, da mit den Ablassbriefen, die werden dann bezahlt und gehen dann da irgendwie Ave Maria und Vater unser beten und ja. Blabla, und Beichte, ne? So, du kriegst die Absolution dann. Ja. Genau so läuft's, ja. Und sündige nicht wieder. Kann ich doch wieder nicht. Jetzt teurer. Nach der Beichte dann wieder. Ja, gibt's allerdings auch in anderen Religionen, ne? Zum Beispiel Wiedergeburt als Kröte. Karmisch, wenn du böse warst, kommst du als Kröte wieder. Nichts gegen Kröten, aber. Ja, aber das ist sehr tief verwurzelt in diesem Wiedergeburtenglauben auch. Viele Inder glauben, dass wenn sie Böses tun, dass sie dann im nächsten Leben eine schlechtere Inkarnation bekommen. Ja, dass sie sozusagen als Strafe eine niedrige Geburt bekommen, in der niedrigen Kaste oder sonst wie. Ja? Also, oder so ganz, ganz schlimm kommt, werden sie als Tier wiedergeboren und müssen dann leiden, ohne sich wehren zu können, so ungefähr oder so. Ja, also. Ja, die Kirche ist ja noch schlimmer, ewige Verdammnis. Ja. Es gibt ja das Fegefeuer und es gibt die Hölle, so habe ich das noch so. Ja, ja, genau. Und Hölle, da gibt es ja keinen Kommen. Da bist du ja dabei. Genau. Ja. Aber ja, aber Eckhart Tolle auch gesagt hat, die Zen-Meister, die er getroffen hat, das waren alles Katzen. Wie Katzen? Die. Also er hat Katzen getroffen, die Zen-Meister waren. Umgekehrt. Eckhart Tolle hat gesagt, die Zen-Meister, die er getroffen hat, waren alles Katzen. Wie war das doch? Ja, also viele, nicht alle, aber. Wann waren die Katzen? Also die getroffen hat.
Als Katze? Ja. Also das verkörpert. Also Zen-Meister, ein Zen-Meister, der sich als Katze verkörpert hat. Hat er gesagt? Ja. Wow. Katzen haben schon was Besonderes, finde ich auch klasse. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Obwohl, ich, wenn ich nochmal wiederkomme als Katze, ist auch eine Idee. Also entweder Bodhisattva oder Katze. Ja, Kater, ne? Ja. Aber dann bitte in einem Schloss, wo alles in Überfluss vorhanden ist und tausend liebe Menschen da sind, die mir den Nacken kraulen, wenn ich will und überhaupt alles. Und Katzenhasser werden ja als Maus wiedergeboren. Aber so ist das Rad dann, ne? Das Rad der Wiedergeburt, ja, genau. Wer weiß, wie es genau abgeht. Ne? Kann ich leider keine verlässlichen Informationen drüber geben. Nee. Diese Konzepte wie Wiedergeburt und Karma oder auch andere Konzepte, die spiritueller Art sind, spirituelle Konzepte, verlieren eigentlich ihre Kraft oder werden auch immer unwichtiger, je mehr ich mich mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Existenz dieses Ich Bins beschäftige. Ja? Je mehr ich da mich öffne für das einfach Hiersein, für das Dasein, für die Existenz, die ich bin, desto unwichtiger werden diese ganzen Vorstellungen. Ich sage nicht, dass sowas nicht irgendwie gibt oder so. Ja, wer weiß, es gibt ein Universum so gut wie alles. Ja, das ist nicht wichtig, ob es Karma gibt oder nicht. Sondern entscheidend ist doch, wer ist denn das, der sich darum Sorgen macht? Wieder. Ja, das ist immer wieder das Zurückkehren zu dem reinen Ich. Wer ist denn das, den das was angeht? Ob es jetzt Karma gibt oder Wiedergeburt, ob es Erleuchtung wirklich gibt. Die einen sagen, es gibt keine Erleuchtung. Die anderen sagen, alles ist Erleuchtung, du kannst es gar nicht verpassen. Ja. Noch wieder andere sagen, Erleuchtung gibt es, aber nur, wenn du das und das und das machst. Und da, so und so und so. Sonst kann das nicht passieren. Du musst viel Glück haben und dann musst du auch noch gutes Karma haben und tausendmal wiedergeboren werden und dann kannst du endlich Erleuchtung finden, vielleicht. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, genau. Gibt es auch welche, die das sagen und die es auch glauben, wirklich glauben. Aber diese ganzen Ideen und Vorstellungen, die werden alle an Kraft verlieren, je mehr ich mich mit diesem, mit mir selbst, mit dem, was ich sicher weiß. Ja, da fange ich an. Ich bin. So. Da fange ich an. Und das untersuche ich. Was hat es damit auf sich? Und dann verblasst nach und nach alles andere. Die Untersuchung findet statt, dass man in sich hineinspürt. Beispielsweise. Ja, dass du die Aufmerksamkeit so einfach, dass du da verweilst, einfach bei diesem Sein. Ja, also du fühlst, erstmal stellst du fest, ich bin, ich existiere, das fühle ich. So. Da ist so eine Präsenz, so ein Ich-Gefühl oder wie auch immer man das nennen will. Ja? Und dann bleibe ich da einfach. Ich stelle das fest, es ist da und dann bleibe ich da. So. Also ich habe das sozusagen auf dem Horizont. Ich bin mit der Aufmerksamkeit da immer wieder. Also das schwankt natürlich, dann kommen Gedanken und so und was wird und was. Aber ich kann da immerhin wieder, ich kann immer wieder zurückkehren dahin. Das kann man, da, man kann das Ich Bin, diese Worte auch benutzen wie ein Mantra. Man kann sich immer wieder vergegenwärtigen, ich bin. Man kann sich das einfach auch gedanklich sagen, immer wieder. So als wie so ein Einstieg. Aber das darf natürlich nicht bei den Worten bleiben, sondern das Entscheidende ist ja das Tiefere, also was die Worte hervorbringt. Eher so. Also die Worte sind ja nur so an der gedanklichen Oberfläche. Aber es ist dann nur die Entsprechung von dem, was viel tiefer liegt und was dieses, ja, diese Existenz, ja, diese, die das hervorbringt. Und da kann man das auch zulassen, dass das scheinbar so zwei Ich sind, ja, das ist wichtig, dass man dann immer merkt, so, aha, ich gewahre mich selbst, aber wie geht das? Ich sehe mich selbst. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, ne? So, weil ich habe mal gelernt, wenn ich etwas gewahre, dann bin ich das ja nicht. Also wenn ich dieses Ich-Gefühl gewahre, dann kann ich es ja irgendwie nicht sein. Ich beobachte das ja.
Aber wie geht das? Weil das ist ja so sehr ich. Das ist ja ich. Also, ist das ähnlich wie das Beobachten der Gedanken, was Eckhart Tolle beispielsweise sagt? Ja, das ist, also jedes Beobachten stärkt ja diesen Zeugen, dieses Zeugengewahren. Ne? Du erlebst ja durch das Bezeugen, erlebst du den Zeugen ja erst. Der wird ja dann sichtbar durchs Bezeugen. Das ist, in Wahrheit ist das natürlich eins. Zeuge, Bezeugen und das Bezeugte sind ja eins. Aber wenn du das untersuchst, dann dröselst du das ja erstmal auf. Nämlich in den reinen Zeugen und das, was er bezeugt. Und ja, dadurch löst du dich ja davon, von dem Bezeugten. Und der Zeuge wird im Gegensatz, wird dann gestärkt. Dieses, ja. Und das geht bis dahin, dass du das Ich Bin bezeugst. Und je kräftiger das, je stark, je klarer das ist, desto klarer ist auch, dass du das Ich Bin gar nicht bist. Auf einmal merkst du, hä, das ist ja, das ist nur ein Gedanke oder ein Gefühl, das ist ja, bin ich ja überhaupt nicht wirklich. Wer bin ich denn? Ich bin doch der, der es beobachtet. Ich bin doch der, der sich bewusst ist, dass er ist. Aber dann bin ich doch nicht das, was ich da gewahre, bin ich doch gar nicht. Sondern ich bin der Gewahrer. Ich bin das ewige Subjekt, was ich gar nicht sehen kann in Wahrheit. Was aber durchs Gewahren plötzlich scheinbar sichtbar wird. Du siehst, du vom Selbst erlebst du zuerst nur die Auswirkungen. Nicht aber das Selbst selber, sondern ja, du erlebst die Auswirkungen. Die Auswirkung vom Selbst ist das Gewahren. Die Auswirkung vom Selbst ist das Ich Bin. Das ist die Auswirkung. Ja, aber verwechsel dich nicht damit. Und das kann durch diese Selbstbeobachtung so nach und nach, merkt man so, wow. Und dann fällt dir auch immer, merkst du das, ja Mensch, wenn ich schlafe, ist das ja gar nicht da, das Ich Bin. Also was mache ich da so eine Aufregung von überhaupt? Dieses Ich Bin will erleuchtet werden, ja, toll. Und wann ist es denn erleuchtet? Selbst wenn es sie findet, dann bist du doch nur im Wachzustand erleuchtet. Und was ist dann im Schlaf? Ist es wieder weg. Und wenn du nie wieder aufwachst, dann wirst du auch das vorbei mit der Erleuchtung wieder. Wachst dann nicht mehr auf, dann, wenn du tot bist. Ja. Also ich will damit nur das in Frage stellen, dieses da im Wachzustand irgendwas erreichen zu wollen. Es ist eher so, dass man sich erforscht in diesen Zuständen. Was passiert da überhaupt? Ja? Wach, Traum, Tiefschlaf. Was ist das Gleiche in einem? Gibt es da was gemeinsam? Ist das, nee, ich nehme das ja mal vorweg, wenn ich das sage, aber das muss ja jeder für sich selber rauskriegen. Gibt es da was Gemeinsames? Bin ich da? Einfach bin ich immer. Habe ich das Gefühl, unterbrochen zu sein? Ich hatte früher das Gefühl, unterbrochen zu sein. Ich war sozusagen irgendwie verwickelt oder ich war irgendwie in dem Wachzustand. Verwickelt, identifiziert, kann man auch sagen. Und dann hatte ich das Gefühl, unterbrochen zu sein. Durch den Schlaf unterbrochen, zack. Das ist eine Unterbrechung. Break, so. Wenn ich das habe, dann bin ich noch da verwickelt, in dem ich bin. Und wenn ich plötzlich das merke, ich bin ja gar nicht, und ich werde das, was ich bin, ist ja nicht unterbrochen. Ja. Ich merke das ja auch, also ich führe das manchmal, wenn ich was träume, dann habe ich eine Traumphase, ohne wach zu werden. Also jetzt kein Albtraum oder irgendwelchen Kram da. Und dann schlafe ich ja weiter, ohne wach zu werden zwischendurch. Ich merke dann, ich habe zweimal geträumt. Und was war dazwischen? Da war ich ja trotzdem da. Genau. Ich bin nicht wach geworden zwischendurch. Aber es gab zwei Filme. Mhm. Genau, das bezeugst du. Ich habe zweimal Fernsehen geguckt quasi. Ja, genau. Und dadurch, dass du das weißt, ist das schon ein Hinweis auf etwas, auf eine Instanz, die immer ist. Die das alles begleitet sozusagen. Und diese Instanz, das ist nicht das Selbst, was du als Objekt finden kannst, sondern du bist es selbst. Du selbst bist es. Also es ist immer wieder dieser Hinweis, dass ich bin es. Ich bin es. Das ist, manche Inder sagen ja, der beste Name für Gott ist ich. Das ist dieses Ich Bin. Ist der beste Name für Gott eigentlich. Weil es reines Ich ist. Und solange ich noch
dieses als Objekt suche, kann ich es niemals finden. Weil Gott als Objekt gibt es einfach nicht. Du kannst Gott nicht als Objekt erreichen. Auch nicht die Erleuchtung oder irgendeine Erkenntnis. Als Objekt geht das alles nicht. Du bist all diese Erkenntnis. Du bist die Wahrheit. Du bist das reine Ich. Das reine Selbst. Bist du immer. Ja, deswegen gibt es ja auch so ein Mantra im Hinduismus. Aham Brahmasmi. Das ist nichts anderes heißt als ich bin Gott. Das sagen die sich von morgens bis abends. Wie heißt das denn? Aham Brahmasmi. Ich bin Gott. Aham Brahmasmi. Aham heißt ich bin und Brahmasmi ist so diese, weiß nicht, grammatikalisch dann passend zu dem, ich kenne das so genau auch nicht, ich weiß nicht, was das so heißt. Also Brahmasmi kommt vom Brahman. Mhm. Also ich bin nicht so der Mantra-Freund, so, aber man kann das machen natürlich, wenn man will. Aber bei mir hat es nie, weil da braucht man auch sehr viel Durchhaltevermögen und Disziplin und so. Und es war immer nicht mein Weg so. Ich sage das nur deshalb so gerne immer wieder, diesen Bezug aufs Ich, weil das so, wenn man das so leicht gedanklich, weil das Gedankliche ja immer so objektiv arbeitet. Deswegen können die Gedanken das auch nicht packen. Das geht nicht, weil die Gedanken immer ein Objekt erwarten. Ja, aber du bist ja der, der es denkt. Du bist der Denker. Also ist immer die Selbsterforschung ist immer so dieses Umdrehen. So. Also du suchst es im Außen und merkst, das geht nicht. Also drehst du dich einfach um und guckst zurück. Guckst auf dich. Schaust dich an. Und das meint dieses, kann man durch Wer bin ich oder durch dieses reine Gewahren des Ich Bins einfach geschehen lassen, machen. Aber es gibt jetzt auf der Ebene der Erfahrung ja auch die Möglichkeit zu entdecken, dass ich alles bin. Oder? Wenn ich zum Beispiel Meditation mache, so ich mich immer mehr ausdehne in den Raum oder wo ich meine Wahrnehmung darauf richte, dann erfahre ich das ja auch ganz. Ja, klar, es gibt natürlich so kosmische oder Gottheitserfahrungen oder Absolutheitserfahrungen, die man machen kann, die einfach so passieren manchmal auch. Ich meine jetzt gar nicht jetzt so groß, also formuliert, so eher so dieses Gefühl, ich weite mich aus und ich merke die Trennung nicht mehr jetzt zwischen diesem Körper und dem, was da sonst so ist. Also wo ich merke, das fühlt sich jetzt. Da erlebe ich mich als etwas, in etwas Größerem. Ja gut, es gibt natürlich alle möglichen Erfahrungen. Das ist allerdings alles noch so, das ist alles auf der Erfahrungsebene. Mhm. Wobei das die eigentliche Freiheit ist jenseits von Erfahrung oder Nicht-Erfahrung. Also alle Erfahrungen, die du machst, sind gut. Egal wie sie ist. Ja? Aber sie ändert nichts an dem, was du bist. Das ist wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Weil man immer, ich kenne das auch, ich habe früher auch mal gedacht, das muss irgendwie kosmische Ekstase und das muss alles noch kommen und dann ist es passiert und dann ist alles gut. Und das ist ein Irrglaube. Dieses Warten auf diesen einen Moment oder so, das ist eine Story, die in Raum und Zeit erzählt wird. Aber alles, was in Raum und Zeit erzählt wird, ist letztlich null und nichtig. Könnte auch sein, der ganze Wachzustand ist schon der, wenn du das glaubst, dass das real ist, ne, dieses was, dann ist das schon wie. Ist doch gar keine Trennung dann da, oder? Wenn ich ja alles bin, ich bin ja alles. Ich bin ja die Erfahrung, ich bin auch diese Nicht-Erfahrung und alles, was jenseits von Erfahrung ist. Und genau in dem Moment erfahre ich doch dieses Ich bin. Ja, aber das ist deine Erfahrung in dem Moment. Aber du bist jenseits, das was du bist, ist ja jenseits von Erfahrung oder Nicht-Erfahrung. Du bist ja auch im Tiefschlaf, wenn du nichts erfährst. Ich schaue mich in diesem Bereich vor, oder? Ja, ich sag mal, alle Erfahrungen, wenn sie denn passieren, haben ja ihre Berechtigung. Aber sie sind nicht für dich als Existenz, das was du wirklich bist, braucht das nicht in Wahrheit. Aber auch, also es ist auch nicht davon, also es braucht es auch nicht, dass es nicht passiert. Ja, du darfst alles erfahren. Du kannst so viel Einheitserfahrung machen, Erleuchtungserfahrung, wie du willst.
Ja, das ist. Aber es ändert nichts an dir. Du kommst immer wieder nach oben. Du bleibst, was du bist. Ja, du warst, ich sag mal so, du. Ja. Deswegen sagen ja die manche, weiß nicht, aus dem Zen kommt das, glaube ich, mit dem Holzhaken und Wasser holen, ja. Also du bleibst, was du bist. Du merkst nur, das Paradoxe ist, dass du irgendwann, wenn du mal zurückguckst, dann merkst du auf einmal, dass du das schon immer gewesen bist. Ja. Das ist nur irgendwie komischerweise nicht so, dass du das nicht genossen hast früher, ja. Du merkst auf einmal, ich bin frei von allem. Ich bin frei von dem ganzen Universum. Und dann versuchst du dich zu erinnern, wie war denn das früher? Und dann siehst du auf einmal jemanden in Erinnerung, der das geglaubt hat, der dieses Universum geglaubt hat und deswegen Leid gelitten hat. Ja? Und dann spürst du aber gleichzeitig, dass derjenige, der geglaubt hat an das Universum, der ist selber nur Teil des Traums. Der ist gar nicht real gewesen. Und dass du als deine Natur, die du jetzt kennst, plötzlich merkst, dass diese Erkenntnis zeitlos ist. In Wahrheit warst du das schon immer. Ja? Also, du meinst jetzt, ich komme aus der Nummer nicht raus, wenn ich das versuche? Nee, du kommst da nie raus. Erfahrung in den Bereich von Nichterfahrung fassen. Da komme ich nicht, da bleibe ich immer in dieser Matrix quasi? Oder? Ja, und es kann sogar so gehen, dass wenn du jetzt glaubst, wenn du denkst, die Erleuchtungserfahrung ist es, das muss ich haben, dann ist das war bei mir auch so, als ich damals die Initiation erlebt hatte, da wurde mir ja quasi irgendwie vermittelt, dass ich Gott bin. Und dann bin ich da hinterher wie der Teufel, also hinterher, was weiß ich. Ja? Also ich bin da total, und ich habe das nur darauf begrenzt. Also für mich gab es nur noch diese Erleuchtung und die musste ich erreichen. Aber das war ein Irrtum. Ja. Also das kann das Gegenteil machen. Wenn du eine Absolutheitserfahrung machst, die kann dich versklaven geradezu. Aber das hat dann für eine Zeit lang hat es seinen Sinn, weil du ja offensichtlich das brauchst, was du suchst. Das war bei mir auch so, ich brauchte das. Ich musste lange suchen. Das musste so sein, offensichtlich. Um letztendlich damit das letztendlich losgelassen wird, aufhört. Ich weiß nicht genau, ob ich suche. Muss doch nicht wissen. Das ist egal. Also ich meine, macht sowieso, das geht sowieso automatisch, was du da erzählst. Also die, ja. Ja, das geht automatisch. Weißt du, kennst du das Bild von jemand, der im Karussell sitzt und in so einem Auto und dann immer glaubt, er muss lenken? Damit du nicht rausfliegst vom Karussell, lenkst du. So, dann auf einmal stellst du fest, lässt du los vom Lenkrad, ja, und dann denkst du zuerst vielleicht noch, oh, gleich ist es passiert, gleich knallt's. Und dann merkst du auf einmal, nein, du fährst ja immer weiter. Und du brauchst gar nicht lenken. Und das war auch schon immer so. Du hast es nur nicht gewusst. Du hast geglaubt, du musst lenken. Und die Befreiung besteht darin, zu merken, dass du gar nicht lenken musst. Du fährst einfach so weiter im Kreis, im Karussell. Und genauso ist es auch mit der Erkenntnis. Du kannst gar nicht lenken. In dem Fall. Was willst du denn da lenken? Ja, du kannst natürlich doch. Das gibt ja so. Du hast ein Spielzeuglenkrad, ja, was sich auch sogar dreht. Ja, aber das ändert die Richtung nicht. Genau. Das ändert die Richtung nicht. Genau. Moment, ich lenke doch und das Karussell fährt im Kreis. Also lenke ich doch richtig. Und was ist, wenn du in die andere Richtung lenkst? Dann fährst du genauso weiter. Nee, das mache ich nicht. Ja, okay, Marco. Marco ist immer so der Analogie-Buster. Irgendwie so. Das ist mir als Kind wirklich passiert. Da gab es diese kleinen Autostrecken, die man fahren konnte, und da saßen die Kinder drin und lenkten. Ja. Ich habe wirklich so eine Panik gehabt, dass ich falsch lenke. Ja, genau. Ganz schön. Was ich meine, es gibt ja immer so einen Grund, weshalb, du hast das ja auch beschrieben, du wolltest so aus diesem Leid raus, also dass viele erstmal anfangen zu suchen. Mhm. Und dann irgendwann entdecken sie, das ist alles scheißegal, ob ich suche oder nicht. Ne? Also, aber was ich, wie sage ich das?
kriegt ja so eine Idee, ich will, also bei vielen schon, dass, dass so ein Gefühl, da fehlt was. Oder ich, ich möchte glücklich sein. Genau. Und dann, dann, vielleicht entdecken sie dann, aber ich bin doch immer glücklich. Da gibt es doch immer diesen Teil in mir, der Glück empfinden kann. Aber, oder nicht, nicht in mir, sondern in diesem Körper. Also, dass es gar nicht irgendwo außen ist. Das hast du ja auch gesagt. Und das, so ist es ja auch mit dieser Ebene der Erfahrung. Also ich, ich möchte eigentlich raus, ich möchte nicht nur aus, aus dieser begrenzten Wahrnehmung und ich möchte noch ja, in diesen unbegrenzten Raum gehen. Und wie geht das dann? Und, wie, ne? Und da gibt es keine Technik, hast du gesagt, aber... Nein, das stimmt das nicht ja ganz. So, also nee, also wenn ich jetzt... Wir machen das ja so, dass sie dann meditieren und dann, dann schon erleben, oh, jetzt bin ich aber, jetzt habe ich... Das, weiter, offener, Moment, wir haben uns, da haben wir uns missverstanden. Ich habe nicht, das habe ich nicht gemeint, dass du da nichts machen kannst, dass du so eine Erfahrung machst. Du kannst, wenn du bestimmte Drogen nimmst, dann hast du die auf Knopfdruck im Prinzip, die Erfahrung, wenn du eine, sag mal, eine gewisse Offenheit für sowas hast. Ja, aber darum geht es nicht. Sonst, sonst müsste ich ja Drogen empfehlen. Aber das, darum geht es eben nicht. Es geht eben nicht um die Erfahrung. Aber was ich bei mir beobachtet habe, ich musste erst eine gewisse Anzahl von Erfahrungen machen, auch mystische, um die loslassen zu können überhaupt. Bis ich merkte, hey, das ist ja vollkommen irrelevant, was ich da habe. Ich kann tausendmal erleuchtet werden, ja, ich kann tausend Gotteserfahrungen machen, ich bleibe immer derselbe. Da ändert sich nichts. Aber das habe ich erst spät gemerkt. Als ich da meine Initiation, als ich meine erste mystische Erfahrung gemacht hatte, da war ich Feuer und Flamme und war hundertprozentig der Meinung, das muss eine Art von Erfahrung geben, die ununterbrochen andauert, die nicht mehr aufhört. Und das nennt man dann Erleuchtung. Oder ein Zustand, ja, ein Zustand von Erleuchtung. Für mich war damals Erleuchtung eine Art Zustand, den ich erreichen konnte. Der Zustand der Erleuchtung, den wollte ich erreichen. Und das aus meiner heutigen Sicht, das ist absoluter Unsinn. Das funktioniert nicht. Es gibt keinen Zustand. Es gibt natürlich jede Menge Zustände, aber die sind, die kommen und die gehen auch wieder. Ja. Aber wovon ich spreche, ist, ist das, was zeitlos ist. Das, was nicht kommt und geht. Und was hinter, hinter diesen ganzen Gehirn-Euphorien dann ist, die immer meinen, ah, die Chakren müssen aufgehen. Genau. Und dieses Prickeln ja. vom ganzen Kosmos. Ja, genau. Und diese Atomteilchen. Und, ach, und das Herzchakra ja. und bla bla. Und man fühlt sich, als wenn man ja. abhebt. Und sonst was, auch ohne Drogen. Und also so ich meinte einfach nur, ja, nur, dass es ein Teil davon auch ist. Nee, dann bist du ja ganz gemäßigt. Also dann bist du ja noch mit einer Handbremse. Aber ich kenne das von mir, dass ich irgendwie voll durch die Wand durch und absolut in die Sonne und rein ins Licht und boah. Und jetzt ja, sofort ja, alles auf einmal. Das meine ich jetzt, ich meine jetzt wirklich so dieses ganz normale im Alltag, dass ich da einfach etwas erfahre. Ja. Ich bin in einem Körper, ich erfahre ja. etwas, heute bin ich gut drauf, morgen bin ich nicht gut drauf. Du kannst Erfahrungen, kannst du in gewisser Weise anstreben und auch sogar verwirklichen. Kannst du. Das geht. Aber ich sage nochmal, es geht nicht um diese Erfahrung. Also wenn es jetzt für dich darum gerade geht, dann machst du die. Früher oder später kommt das. Dann erfährst du das, was du erfahren willst. Und dann merkst du, was das bewirkt oder auch nicht bewirkt. Und dann geht's weiter. Genau. Wahrscheinlich geht es ja auch nicht darum, das zu überspringen. Es geht letztlich eigentlich um gar nichts. Also so aus der heutigen Sicht. Ja. ja. Es geht eigentlich um gar nichts. Weil ja all das schon Gott ist, alles, all das ist ja schon Wahrheit. Es ist nur ein Spiel. Ja, wenn man so will. Spiel doch einfach, mach dein Spielchen und wenn es dir Spaß ja. macht. Ja, aber manche Leute spielen eben auch Suche nach Erleuchtung. Das, naja, weil sie, sieht auch ne? nicht, sie weiß doch gar nicht, ob sie sucht, hat sie doch gemacht für sie. Oder habe ich das richtig verstanden? Nee, ich suche nicht. Ja, also. Du wolltest jetzt nur wissen, was das bedeutet, ne? Wenn du dich so, aus, wenn du so auseinander gehst, wie so ein. Also ich habe das wirklich nicht so erlebt. Ich habe nie jetzt die Idee gehabt, wo ich bin erleuchtet. Nee, das hast du ja auch gesagt. Ich wollte immer nur, dass es mir besser geht, dass ich nicht leide, so ganz normale menschliche, menschliche Dinge. Ne? Und wenn, ich mir, wenn ich auf diesem Weg dann irgendwann erleuchtet bin, dann ist es, habe ich da kein Problem. So toll. Ich weiß es nicht. Also, aber erstmal geht es um diese ganz normale menschliche Ebene. Also ich kann auch so... Und dann höre ich das so. Es geht aber das ist ja auch eine Art Suche. Dann suchst du nach körperlichem oder seelischem Wohlbefinden. Oder um
Oder Schmerzfreiheit, Leidfreiheit. Gleichmut, Gleichmut finde ich auch schön. Das ist ja auch eine Suche. So diesen Beobachter in mir zu immer wieder zu bemerken oder eine Wahrnehmung zu haben, so, das finde ich für mich. Und dieses Streben nach körperlichem und seelischem Wohlbefinden, das hat jeder eingebaut, habe ich auch. Ja, aber für mich spielt das eigentlich keine Rolle, ob das Streben jetzt da ist oder nicht. Ja, also das darf, der Körper darf irgendwas wollen, Hunger haben, sonst was, ja, alles. Darf auch unter Schmerzen leiden oder sonst was erleben. Darf und auch geschlagen werden. Und auch die, nee, das nicht. Also, also die Gegenwehr gegen den Schmerz ist natürlich auch dann da im Körper. Das ist so ein natürliches Bedürfnis, dass er dann aufhört wieder. So. Aber das ist alles nichts, was jetzt mit mir zu tun hat, beziehungsweise ich bin viel mehr als das. Ich bin ja auch dieses Ding hier. Und das, was ich sehe und fühle und höre und alles. Ja, das hat ja kein Ende. Also warum jetzt besonders auf diesen Körper achten? Also natürlich passiert das irgendwie so, weil das ist irgendwie so, ja, so eine Einheit hier irgendwie, so, irgendwas kümmert sich hier direkt um sich selbst, ja. Aber deswegen werde ich, das ist auch, das hört auch durch Erkenntnis nicht auf. Das ist auch, was ich immer geglaubt habe früher, das wird dann alles, gibt es keinen Schmerz und kein Leid mehr und so. Heute sage ich, wo soll denn das hin? Wenn ich alles bin, wo soll das hin? Ist doch egoistisch dann zu sagen, hier darf es nicht mehr sein, aber da darf es sein oder was. Du darfst leiden, ich nicht. Ich will nicht leiden, du, aber das ist egal. Ja, also, das, verstehst du, das ist ja die Konsequenz da letztlich. Oder ich gucke, was ist eigentlich das, was wirklich unberührt ist von all dem? Was ist das, was unberührt ist, wenn dieser Körper leidet, was aber auch unberührt ist, wenn der Körper nicht leidet? Was ist unberührt, wenn du leidest? Was ist unberührt, wenn du nicht leidest? Also was ist das, was immer in einem gleich und unberührt bleibt? Ich meine das jetzt nicht so im Sinne von ignorieren oder Ignoranz, sondern mehr im Sinne von Gleichmut oder einfach, das Eigentliche verändert sich nicht dadurch. Ja, ich verstehe schon, dass das eine andere Perspektive ist und dass es das also umfassender ist. So diese, ne? Also ja, ja. Wenn ich jetzt Zeit nicht von dieser Erfahrung nur ausgehe und nur von einem, von diesem ganz persönlichen Körper, der da und Menschen, der da jetzt irgendwie ein gutes Essen haben will und nette Beziehung und eine nette Wohnung und diese Dinge, ne? Das ist mir schon klar, dass dann, also dieses ich oder dieses Selbst, was unbegrenzt oder was immer da ist, unabhängig von diesen Erscheinungen. Aber ich muss mir ja trotzdem... Aber das bist du doch selbst. Du bist das selbst. Ich bin ja trotzdem irgendwo identifiziert und ich versuche da, oder ich gucke, wie ich... Du begrenzt dich dann, ja. Du bist immer dieses Selbst. Und dieses Selbst begrenzt sich... Ja. Durch Identifikation auf die Person vielleicht. Oder auf den Körper oder wie auch immer. Auf die Gedanken, auf die Überzeugungen. Das ist eine Begrenzung dann. Aber es ist dieses Selbst, was auch in der Identifikation nicht verloren geht. Das ist das Entscheidende. Oder meinst du für dich erstmal diese Wohlfühlebene von dem inneren Frieden, die du einfach brauchst, um überhaupt was leisten zu können außen, also deinen Alltag gebacken zu kriegen? Also ich erlebe das so bei Satya, dass er auf einer sehr geistigen Ebene sich diesem Thema annimmt. Und ich versuche da gerade einfach so einen eigenen Zugang zu kriegen. Und vielleicht gibt es da ja auch einen anderen. Und jeder hat ja seinen eigenen Zugang zu dieser Thematik. So, und ich finde das total spannend. Also ich kann für mich schon sagen, dass ich das auch
manchmal, also dass ich diese Wahrnehmung habe von diesem, dass da etwas ist, was immer gleich ist, was sich nie verändert. So, das fühle ich für mich auch so. Und dann erlebe ich mich auch als ganz normale Mensch, der mit Emotionen und mit Bedürfnissen und mit Identifikation und diesen ganzen Sachen. Aber bist du das nicht selbst, was da immer gleich ist? Bist du das nicht selbst, was da immer gleich ist? Ja. Du beschreibst das mehr so wie so ein Objekt, weißt du? Ja. Was du, das ist das Entscheidende. Es ist eben kein Objekt. Du bist das selbst. Ja. Dieses Etwas, was du glaubst wahrzunehmen, ist genau in Wahrheit andersrum. Ist das, was sich nie verändert, ist das, was alles wahrnimmt. Das ist einmal umgedreht. Einmal umgedreht, ja. Pullover. Ja, genau. Genau. Also das, was sich nicht verändert, ne, das bin ich. Ja. Und das andere ist die Erscheinung. Hast du ja heute auch schon. Das ist sozusagen dein Abbild als Erscheinung nochmal in dieser Welt. Das ist dann deine Person. Okay, dann arbeite ich mich also an der Erscheinung quasi ab so, und denke immer, das bin ich so und bin damit beschäftigt, an diesem Fotografie oder so. Und Und das ist die Verwechslung einfach damit. Das Bild zu retuschieren und noch schöner zu machen und alles Mögliche und denke, das bin ich, aber das ist nur die Fotografie. Ne? Das ist nur so, genau, wie ein Gemälde von der Landschaft. So ist das Gemälde von der Landschaft, ist ja nicht die Landschaft. Mhm. Aber das ist nicht weiter schlimm, das ist scheinbar, ist das häufig, so habe ich schon öfter gehört, dass man zuerst, wenn man das dieses gewahrt, was da immer ist, dass sich das erstmal anfühlt, als wäre das irgendwie, ich kenne das auch von früher noch, das war bei mir in den Depressionen, da war immer so, ich habe das denn so eine Vibration gespürt. Also wenn es nicht mehr tiefer runterging, der war da irgendwas. Und das war aber für mich auch damals wie ein Objekt, mir war aber nicht bewusst, dass ich das bin. Das hat so kraftvoll vibriert irgendwie. Und dann, das war irgendwie so, wie die kam so die Information, weiter geht's nicht. Also das, bumm. Das war wie so ein Sicherheitsnetz irgendwie so. Da merkte ich, hey, da ist ja irgendwas. Und das ist sehr, sehr kraftvoll. Und dann habe ich das zuerst noch so wie so eine Sache wahrgenommen und habe mich damit auch noch so verbunden dann so. Und dann ging es mir auch besser wieder. Ne? So. Aber ganz frei ist man dann, wenn man weiß, dass man das ist, dieses. Ja, und wie ist das mit der, es wird ja auch oft von Freude oder von Glückseligkeit gesprochen. Ist das auch dieses etwa, dieses, was da immer, ich, die immer da ist, also, oder der immer da ist, das Ich, die Freude, ist das Gleiche? Also da gibt es jede Menge verschiedene Ebenen und auch Erscheinungen. Also es gibt dieses Konkrete, das du eben nur im Wachzustand erfahren kannst. Das ist mehr dann so das, innerhalb des Traums schon wieder. Das kann man dann Ekstase nennen, das kann man Glückseligkeit nennen. Aber es gibt ja auch das, was du im Tiefschlaf ist. Ja, und das ist ja, das ist eigentlich das, worum es wirklich geht. Und das kann man natürlich auch, wenn man will, kann man das Satschit Ananda nennen, aber das ist irgendwie, Satschit Ananda ist schon wieder dieses Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Ja, das hat was mit bewusstem Sein zu tun, das ist wieder nur im Wachzustand da. Das ist aber, also für mich ist das eigentliche Satschit Ananda das, was eben immer ist. Und das ist, hat mit so, wie wir das jetzt denken, wie das Glückseligkeit ist das nicht. Das ist mehr so ein unbedingter Frieden, der absolut unerschütterlich ist. Das ist schon. Ja, das ist, wow. Aber komischerweise geht es da irgendwann gar nicht mehr drum. Ja, also ich frage mich natürlich auch mal, was also diese ganzen Worte so meinen. Die Geister manchmal. Ne? Manche sagen, das ist dann schon so das Höchste, was es gibt, oder? Gibt's das auch? Naja, sagen wir mal so, wenn du wirklich angekommen bist in deiner eigenen Wahrheit, dann weißt du, dass es nur das gibt, was du bist. Also das erledigt sich von alleine. Also Selbsterkenntnis ist vollständig autark. Die braucht keine Bestätigung von außen. Und das ist dann auch egal, was die anderen sagen. Du weißt einfach, das ist total. Das ist nur total. Das geht auch nur total.
Da gibt es nicht ein bisschen erwacht oder ein bisschen erleuchtet, das gibt es nicht, sowas. Aber das Schönste daran ist ja, dass es eben keine Sache ist, die irgendwann anfängt oder die du erreichen könntest. Du genießt es in dem Moment, wo du aufhörst, was anderes zu wollen. Wo du aufhörst, Erleuchtung zu wollen, in dem Moment bist du voll erleuchtet. In dem Moment, wo es keine Erleuchtung mehr gibt, bist du die Erleuchtung selbst. Es gibt ja so einen Spruch von einem, der hat das mal so. Erleuchtung ist das, was nicht mehr existiert, wenn du erleuchtet bist. Ja. Eine gewisse Art von Kapitulation. Das ist die absolute, totale Ausweglosigkeit. Totale Kapitulation. Totales Loslassen. Aber das ist nicht negativ. Also das ist absolut nicht negativ.
Traum. Fatma. Okay, das war das Schlusswort für heute. Schön, dass ihr alle hier wart. Bedanke mich. Und wer Lust hat, kann noch mitkommen zum Inder jetzt. Wir wollten zum Inder gehen, essen mal wieder. Ich denke, das mögen die meisten vielleicht auch hier vorne, ist nicht weit weg. Indisch essen. Dankeschön. Ja, Spende bitte an die Dose. Wo ist sie? Die Dose. Ja, dankeschön. Ja, das müssen wir gleich noch teilen. Kannst du auch mit Blüten, ja?